Guten Abend, willkommen in Berlin. Wir diskutieren heute Abend über das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, genannt TTIP. Wir fragen, wem nützt das? Nur den Konzernen oder auch den Verbrauchern? Und haben dazu bei uns den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken ist da, Sarah Wagenknecht. Der Rechtsanwalt und Vorsitzende der Atlantikbrücke, Friedrich Merz. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Matthias Machnick. Und der Geschäftsführer von Foodwatch, Thilo Bode. Herzlich willkommen. Mehr Arbeitsplätze für alle, mehr Wirtschaftswachstum, jeder hat mehr im Portemonnaie. Das sind so die Heilserwartungen an TTIP. Und wenn TTIP jetzt auch noch über Wasser gehen könnte, dann gäbe es wahrscheinlich kein Halten mehr in den Schäden. Herr Merz, jetzt haben Sie sich jahrzehntelang ins Zeug gelegt, den Menschen zu erklären, dass was den Unternehmen dient, vermutlich auch den Menschen und der Allgemeinheit dient. Wie frustrierend ist es dann, dass zum Beispiel Thilo Bode und auch andere offenbar immer noch nicht verstanden haben, dass das so ist? Also frustrierend ist das nicht, es ist eher überraschend, weil, jetzt will ich es mal auf den Punkt bringen, die Großkonzerne, deren Rolle ich positiver einschätze als viele andere, aber die Großkonzerne brauchen TTIP eigentlich nicht. Siemens hat heute schon über 45.000 Beschäftigte in Amerika, GE hat über 90.000 Beschäftigte in Europa. Also für diese Großunternehmen ist der globale Markt heute Wirklichkeit und die brauchen TTIP eigentlich nicht. Wird mir jetzt wahrscheinlich Ulrich Grillo widersprechen, aber aus meiner Sicht ist TTIP wirklich wichtig für die mittleren und kleinen Unternehmen, die einen Marktzugang in Amerika brauchen. Auch aus Amerika in Europa. Für die Unternehmen wäre es wirklich. Und für die Menschen, für die Allgemeinheit? Ja, was heißt die Menschen? Also zunächst mal gibt es viele Menschen, die in Großunternehmen tätig sind. Ja? Und ich finde, man sollte da nicht so einfach so mit dieser abwertenden Grundhaltung darüber hinweggehen. Großkonzerne haben auch ihre Wirkung für Beschäftigung und Wohlstand. Aber in Deutschland sind die meisten immer noch in mittleren und kleinen beschäftigt und nicht in den großen Unternehmen. Und gerade die kleinen und mittleren, die sollten sich allerdings in dieser Diskussion etwas stärker engagieren und zu Wort melden. Das vermisse ich ein bisschen. Herr Bode, warum haben Sie es immer noch nicht verstanden, dass TTIP vermutlich auch zu Ihrem Besten ist, nicht nur zu dem der weltweit agierenden Konzerne? Na, es ist ja interessant, dass Herr Merz sagt, die Großkonzerne brauchen das gar nicht. Dann finde ich, können wir auch darauf verzichten. Was fehlt bei dieser Beurteilung von TTIP, dass die Vorteile, die es ja vielleicht auch wahrscheinlich gibt, nicht mit den Nachteilen abgewogen werden. Und da kommt ja hinten nicht viel raus bei TTIP, bei Beschäftigung und Wachstum. Der Herr Grillo hat ja mal mit die Wachstumszahlen mal gerade um 1000% zu positiv dargestellt. Und wenn man das mal korrigiert, dann bleibt da nicht viel übrig, aber TTIP ist eine Gefahr für die Demokratie, weil die Konzerne, und das sind die Großkonzerne, in vielen Bereichen Einfluss auf die Gesetzgebung haben und bekommen werden. Und da sowieso der Einfluss der Wirtschaft auf die politischen Prozesse zu stark bereits ist, wie wir meinen, muss das nicht kommen, darf das nicht kommen. TTIP ist wirklich gefährlich. Für uns? Für uns, ja, für uns Bürger. Nicht nur für die Verbraucher, für uns Bürger und für die Wähler. Und interessant ist ja, dass die Industrie da überhaupt nicht drüber redet. Die redet nur über Blinkerfarben. Aber um das eigentlich, um was es geht bei TTIP, um die Demokratie, wird nicht geredet. Herr Grillo, woran könnten wir festmachen, dass TTIP nicht nur der Industrie, nicht nur den großen Unternehmen oder den Unternehmen insgesamt dienen würde und dass nur die gewinnen an Marktanteilen und an Einfluss, sondern auch die Allgemeinheit? Also wir müssen noch mal konstatieren, dass wir nicht alle Produkte und Dienstleistungen, die wir in diesem Land verbrauchen, in diesem Land auch produzieren können. Wir brauchen den Handel. Handel ist positiv. Handel dient auch, ohne internationalen Handel würde die Welternährung nicht funktionieren. Wir brauchen einen fairen, einen freien Handel zum Vorteil von allen. Und dann ist es positiv. Aber diese Aussage ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich aus Ihrem Buch entnommen. Deswegen bin ich optimistisch. Wir haben die gleichen Ziele. Wie wir da hinkommen zu einem freien, fairen Handel, der ja, und da sagen Sie ja auch, zu Wettbewerb führt. Wettbewerb reduziert die Preise, reduzierte Preise profitieren die Verbraucher von. Das heißt, alle profitieren von. Auch das eine Aussage von Ihnen. Ich bin der gleichen Meinung. Wie wir da hinkommen, da können wir heute konstruktiv und faktenorientiert diskutieren, sollten wir auch. Denn das ist ja ein Thema, das zu wenig darüber diskutiert wird, dass zu wenig Transparenz dran ist. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall, daran sollten wir arbeiten. Insofern bin ich auch gerne gekommen hier, weil das ist der richtige Ansatz. Also Sie sagen, jeder Einzelne profitiert dadurch.
dass er nachher weniger für die Produkte bezahlen muss. Wir müssen mal überlegen, 10 Milliarden Dollar werden heute an Zöllen zwischen Nordamerika und Europa bezahlt. Jede Milliarde Dollar, die wir weniger zahlen, wir werden nicht auf Null kommen, das ist ganz klar. Aber jede Milliarde Dollar, die wir weniger zahlen, wird dem Verbraucher über den Wettbewerb nachher zugutekommen. Das ist doch ein Vorteil. Ich weiß nicht, was da so schlecht dran sein sollte. Frau Wagenknecht, der Daimler-Chef, Herr Zetsche, haben wir gerade im Film gesehen, sagt, grob gesprochen, ein vernünftig denkender Mensch könne gar nicht gegen TTIP sein. Möglicherweise aus den gleichen Gründen, die Herr Grille und Herr Merz hier eben schon angeführt haben. Sie sind gegen TTIP. Was sagt uns das dann über Sie? Ja, ich bin gegen TTIP, weil es eben nicht um Zollerniedrigungen oder Zollvereinfachungen geht. Da hat ja kein vernünftiger Mensch was dagegen, dass zwischen der EU und den USA, dass die Zölle abgebaut werden. Das ist eher die Vereinigten Staaten, die das bisher blocken. Also da gibt es ja bisher auch gar keine Angebote. Bei TTIP geht es um was ganz anderes. Bei TTIP geht es darum, im Kern den sogenannten Investorenschutz durchzusetzen, nämlich große Konzerne in Zukunft von den Behelligungen der Demokratie und demokratischer Entscheidungen zu befreien. Das heißt, es geht darum, dass sie Gewinnerwartungen geltend machen können und in dem Augenblick, wo eine renitente Regierung zum Beispiel Standards hochsetzt, Verbraucherschutzstandards, Umweltschutz oder auch soziale Standards, können dann in Zukunft Konzerne sagen, wir haben aber hier investiert in der Voraussicht und in der Erwartung, dass wir eben zum Beispiel in Deutschland den Niedriglohnsektor so richtig schön ausnutzen können. Und dann käme vielleicht eine Regierung und würde Leiharbeit verbieten oder sachgrundlose Befristung verbieten, dann kann man klagen. Und solche Beispiele gibt es ja, weil es ja schon solche Abkommen bei anderen gibt, zum Beispiel bei NAFTA, das ist also die nordatlantische Freihandelszone, das ist ein ähnliches Abkommen, nicht ganz so problematisch, aber auch schon sehr problematisch. Da gibt es eine Reihe von Klagen, die stattgefunden haben, auch international, und das zeigt, mit solchen Abkommen soll die Macht der Konzerne noch mehr verstärkt werden, soll ihr Einfluss auf die direkte Gesetzgebung geltend gemacht werden, und ich finde, da haben Sie völlig recht, brauchen tut niemand diese Abkommen, auch die Konzerne nicht, aber sie werden davon profitieren und die Allgemeinheit wird dafür zahlen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sich immer mehr Menschen dagegen wehren und auch dagegen aussprechen. Herr Merz. Es gibt kein Freihandelskommen auf der Welt, das das Recht der Gesetzgeber zu regulieren einschränkt. Keins. Kein einziges. Es kann dann teuer werden, wenn Sie bestimmte Gesetze machen. Ich kann ja verstehen, dass Sie Fakten jetzt weniger interessieren als Emotionalität. Aber wenn Sie so etwas behaupten, dann müssen Sie mal... Ja, Moment, also, ist ja auch alles in Ordnung. Nur nochmal, es gibt kein einziges Freihandelsabkommen auf der Welt. Und TTIP ist ja eines von 130, die wir schon abgeschlossen haben. Dass das Recht des Gesetzgebers, das Recht der Parlamente, neue Gesetze zu machen, verschärfte Gesetze zu machen, Umweltschutzbedingungen zu ändern, Arbeitsschutzbedingungen zu verschärfen, Lebensmittelstandards zu verschärfen, einschränkt. Kein einziges. Und die ganzen Klagen, die es schon Klagen, gibt, wo die Länder teuer bezahlen müssen für solche Gesetze. Die da zitiert werden, das ist ja interessant, auch in den Publikationen, die ich dazu lese. Es werden Klagen publiziert, die alle nicht entschieden sind. Aber die, die abschlägig entschieden worden sind, oder wo zum Beispiel kleine Unternehmen gegen willkürliche Enteignungen erfolgreich waren, die zitieren Sie gar nicht. Sie brauchen dieses große Gebilde, dass die Konzerne über TTIP jetzt Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Und Entschuldigung, es stimmt einfach. Das stimmt schon. Es stimmt einfach nicht. Wenn wir einfach mal, nur mal ein paar Zahlen. Vielleicht darf ich nur mal zahlen, weil Zahlen lügen, das sind die Fakten. 129 Investitionen. Sie vorsichtig sein, Herr Grille. 129, das habe ich gezählt. Ja, 100, da können wir gleich gerne drauf kommen. 129 Investitionsschutzabkommen haben wir seit 1959 die Deutschen abgeschlossen. Ich glaube, wir sind erfolgreich, die Wirtschaft ist erfolgreich, da hat es keine großen Klagen gegeben. Wenn Sie jetzt das Thema Klagen nehmen, über 70% der Klagen, die passiert sind, 127 von Nordamerika, 300 aus europäischer Richtung. Also es ist nicht etwa so, dass die Amerikaner klagen. Von diesen ganzen Klagen sind 70% hat der Staat gewonnen oder sind abgelehnt worden. Und die 30% sind kleinere Klagen. Also insofern geht das Vaterland nicht unter. Wenn es um Enteignung geht, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Willkür geht, da bin ich auch dafür, dass da ein Schutz international gilt, weil sonst investiert der Unternehmer. Ich will dann nicht investieren. Ja, aber ich will noch mal zurück.
Herr Kunz-Frau-Wagen, wer profitiert davon? Ich möchte es mal ein bisschen handfester noch machen. Für all die, die sich vielleicht noch nicht so viel mit TTIP beschäftigt haben. Noch mal gefragt. Sie haben eben gesagt, nur die Konzerne gewinnen dadurch. Das ist zum Guten des Konzerns alles ausgedacht. Ich will fragen, warum genau schadet es, um beim Beispiel Daimler zu bleiben, warum schadet es dem Arbeiter beim Daimler, dass dieses Abkommen, so wie wir es im Moment vor uns sehen, abgeschlossen würde? Ja, es schadet ihm auf verschiedenen Ebenen. Es kann ihm schaden als Verbraucher, wenn er zum Beispiel schlechtere Standards bekommt. Es kann ihm schaden als Arbeitnehmer, wenn verhindert wird, dass, wie ich vorhin sagte, bessere Regulierungen am Arbeitsmarkt kommen. Es kann ihm schaden als Steuerzahler, wenn eben der Staat verklagt wird und zahlen muss. Und da muss ich sagen, was Sie angeführt haben, also erstens, es gibt eine Reihe von Klagen. Ich will nach den Standards fragen. Welche meinen Sie? Welche Standards werden für einen Arbeitnehmer dann so eingeschränkt, dass es ihm schlechter geht als jetzt? Alles, was Profiterwartungen entmutigt. Also es gibt diese Klausel der legitimen Erwartungen. Unterstellen Sie das oder wissen Sie das? Ja, es gibt doch einfach die Beispiele. Ägypten ist verklagt worden von Veolia, weil es den Mindestlohn erhöht hat. Ecuador ist verklagt worden und das ist beschieden worden und zwar sehr teuer für Ecuador, weil es verhindern wollte, dass in bestimmten Bereichen des Amazonasgebietes noch nach Öl gebohrt werden kann. Argentinien ist verklagt worden, weil es eine missglückte Wasserprivatisierung rückgängig machen wollte. Auch das ist positiv, also für den Konzern beschieden worden, also teuer für Argentinien. Weitere Klagen laufen beispielsweise gegen Kanada. Da hat eine Provinz sich erdreistet, ein Moratorium für Fracking zu verhängen, also zu sagen, wir wollen hier kein Fracking mehr, läuft eine Klage. Viele weitere Klagen laufen beispielsweise auch von Tabakkonzernen, weil es restriktivere Gesetze gab, bezogen auf Tabakwerbung und die Ausgestaltung von Tabakschachteln, also von Zigarettenschachteln. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und das ist das Gefährliche. Und wenn Sie sagen, Herr Grillo, der Eigentumsschutz oder Schutz gegen willkürliche Enteignungen, also ich weiß nicht, was für eine Vorstellung Sie haben vom deutschen Rechtsstaat. Also natürlich kann man auf ordentlichen Gerichten in Deutschland gegen willkürliche Enteignungen klagen. Dafür gibt es den normalen Rechtsweg, den kann jeder beschreiten. Wieso brauchen wir eine Paralleljustiz für Konzerne, die ausschließlich von Ihnen auch genutzt werden? Die Klagen sind ja auch teuer. Also Mittelständler, 92% aller Klagen sind von Konzernen und nicht etwa von kleinen oder mittleren Unternehmen. Weil so eine Klage kostet im Schnitt 6 bis 8 Millionen Dollar, beziehungsweise ähnliche Größenordnungen in Euro. Das können sich die meisten Mittelständler gar nicht leisten. Warum brauchen die eine Paralleljustiz, obwohl wir ein funktionierendes Rechtssystem haben, wo sie selbstverständlich, wenn sie wirklich in Grundrechten eingeschränkt sind, klagen können? Das heißt, sie wollen diese Paralleljustiz, weil sie Rechte einklagen wollen, die es aus gutem Grund im deutschen Rahmen, Gesetzesrahmen und im Rahmen des Grundgesetzes nicht gibt, weil es gibt in Deutschland nicht das Recht unbegrenzter Profit. Das war Paralleljustiz gleich oder dem Vorwurf der Paralleljustiz gleich diskutiert. Ich würde gerne bleiben bei Herrn Machnik und das ist auch Ihr Feld. Sie sind Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Sie sind Sozialdemokrat. Sie führen normalerweise das Hohelied der sozialen Gerechtigkeit natürlich immer an, sind aber trotzdem für TTIP. Jetzt lernen wir hier, es stehen Arbeitnehmerrechte auf dem Spiel, es stehen die Rechte der Verbraucher auf dem Spiel. Warum sind Sie trotzdem dafür? Ja, weil das Behauptungen sind. Das Problem, das wir doch haben, in der Debatte ist doch Folgendes. Und das ist in der Tat ein Problem von Transparenz. Dass wir, ich will mal sagen, wir haben 25 Körbe, in denen verhandelt wird. 25. In 12 von 25 Körben haben wir sogenannte konsolidierte Texte. Wissen Sie, was konsolidierte Texte ist? Da steht das eine Angebot von der amerikanischen Seite und dahinter steht das europäische Angebot. Das heißt noch lange, dass man sich verständigt hat. Das heißt, es werden Behauptungen und zum Teil wahrheitswidrige Behauptungen aufgestellt, die weder durch das Mandat der Kommission gedeckt sind, noch den Verhandlungsstand wiedergeben. Und die behaupten, was geradezu absurd ist, ich muss das so deutlich sagen, dass wir in Rechtsstaatlichkeit oder in die Rechte der Parlamente eingreifen. Jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wissen Sie es denn genau, Herr Machnik? Pass auf. Ich will das verstehen. Wissen Sie genau, was im Moment verhandelt wird? Ich sage Ihnen voll. Erstens weiß ich, was im Mandat steht. Zweitens weiß ich, das kann man lesen. Zweitens weiß die Kommission, und da bin ich nun bei diesem, bin ich manchmal in Brüssel, sondern ich bin bei jedem Handelsministerrat, weiß, was Frau Malmström etwa uns sagt und welche Position mit mir abschließt. Und sie weiß, was sie durch die Parlamente bekommt und was sie nicht durch die Parlamente bekommt. Frau Malmström ist die zuständige Kommissarin. Das will ich mal ein Beispiel sagen. Wir haben am Anfang des Jahres ein Konsultationsverfahren gemacht auf europäischer Ebene, öffentlich. 150.000 Einwendungen. Und dabei sind bestimmte Dinge festgestellt worden. Erstens,
Das eine Ergebnis ist, wir wollen klar machen, festhalten, bei wem liegt eigentlich die Gesetzgebungskompetenz. Richtig. Eindeutig wird beim Parlament sein. Im Übrigen, es war gerade eine amerikanische Parlamentariergruppe bei mir. Und zwar Demokraten und Republikaner. Und die werden jetzt, die Amerikaner verabschieden gerade erst, ihr Mandat im Übrigen für die Verhandlungen, das sogenannte TPA. Aber gut. Und die haben nochmal ganz eindeutig festgestellt, das amerikanische Parlament wird, wenn TPA verabschiedet, zwei Dinge verabschieden. Erstens eine Klarstellung, die Gesetzgebungskompetenz bleibt beim amerikanischen Parlament. Das ist doch selbstverständlich, ja. Das ist genauso Deutschland. Und das Zweite ist, in Europa genauso. Das Zweite, ja, ist das Gleiche. Das Zweite, was Sie sagen werden, im Übrigen, Gesetzgebung, die in den Ländern, also in den Bundesstaaten vorhanden sind, dürfen durch das Abkommen nicht unterlaufen werden. Und jetzt sage ich ein letztes Argument. So, jetzt, wenn man mal unterstellt, diese Argumente, die hier vorgetragen würden, richtig sein. Mhm. Dann sage ich Ihnen, dann wird es eine Verfassungsklage geben und das Bundesverfassungsgericht wird feststellen, dass das alles nicht zulässig ist. Richtig. Und jetzt glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass irgendjemand, und zwar egal von welcher Fraktion in den Parlamenten, de facto, und das ist ja die These auch von Herrn Bode, dass de facto TTIP zu einem führt. Wir könnten gar keine zusätzliche Gesetzgebung mehr machen, zumindest was bessere Standards angeht, sondern wir könnten nur noch unten delegieren. Ja. Dann sage ich hier, dann können wir den Bundestag auflösen, weil er hat gar keine Funktion, das ist Unsinn, den Bundestag auflösen, weil er hat gar keine Funktion mehr. Wer so etwas unterstellt, muss ich sagen, der betreibt oder bringt Argumente in der Debatte, die mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das ärgert mich. Ja, Herr Machtig, das kann Sie ruhig ärgern, aber Sie sind eigentlich das beste Beispiel für Intransparenz. Warum? Weil Sie, das will ich Ihnen gleich erzählen, weil Sie nicht sagen, was mit TTIP auf uns zukommen kann. Wieso? Natürlich können auch die Rechte des Parlaments eingeschränkt werden, ohne dass es gleich zu einem Urteil vom Verfassungsgericht kommt. Was haben wir denn jetzt bei den Verhandlungen? Wir wissen eigentlich gar nicht den Stand der Verhandlungen. Was passiert? Am Schluss können die Parlamente nur noch Ja oder Nein sagen. Obwohl, das heißt, Sie verhandeln nicht mit, ne? Nein, obwohl es um Gesetze gibt, die tief in das Leben von Hunderten von Millionen Menschen eingreifen. Was auch passieren kann, dass der Ministerrat, in dem Sie teilweise drin sitzen, dass der dieses Abkommen vorläufig annehmen kann. Das heißt, dass das Abkommen tritt in Kraft, ohne dass ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten jemals die Hand hebt. Das haben Sie übrigens, das sagen Sie nicht bei Ihren Informationen. Ja, lassen Sie mich ausreden. Ja, des Wirtschaftsministeriums. Drittens, die sogenannte regulatorische Kooperation. Ja, das ist auch so ein wo Mythos. Regulierungsbehörden, bevor die Parlamente überhaupt... Müssen Sie uns erklären, überhaupt, das ist ein bisschen sehr kompliziert. Ja, das ist leider so ein ziemlich blöder Ausdruck. Normalerweise werden Gesetze ja von Parlamenten diskutiert und bei TTIP wird vereinbart, dass bevor die Gesetze ins Parlament kommen, dass die Regulierungsbehörden der Länder zusammenarbeiten und sich austauschen, ob dieses Gesetz so passt oder nicht. Und sie prüfen es nur unter dem Aspekt, ob es den Handel gefährdet oder nicht. Das heißt, eine Kernfunktion... Hier wird gerufen, dass eine, ja, Moment. Eine Kernfunktion des Parlaments, Gesetze zu machen, wird ausgelagert. Und jetzt kommt das Hauptargument, Herr Merz, an Sie. Das Recht, Gesetze zu machen, kann natürlich niemand wegnehmen. Aber dieses Recht kann in der Ausübung erheblich eingeschränkt werden. Und nachdem TTIP ein völkerrechtliches Abkommen ist, alle Vereinbarungen, die dort beschlossen werden, haben Vorrang vor deutschem europäischem Recht. Das heißt, nicht. Doch, das Nein, stimmt. Das stimmt nicht. Und jedes Gesetz, das wir in Zukunft beschließen werden, muss sich an TTIP orientieren. Muss es muss regen Sie sich nicht auf, ich rede jetzt zu Ende. Es muss TTIP kompatibel sein. Und wenn das keine Einschränkungen des Parlaments ist, dann weiß ich nicht, wo ich bin. Und zusätzlich kommen natürlich die Schiedsgerichte. Die greifen tief in die Budgethoheit der Parlamente ein. Und das reicht, um TTIP abzulehnen. Und Herr Grillo, wenn das so wäre, reden Sie mal recht. Über die demokratischen Gefahren, die Gefahren der Demokratie. Ihnen, das machen Sie nie. Was zu. Ja. So, also ich kann, wissen Sie, erstens... Erstens sind das Mythen, die Sie verbreiten. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das kann vielleicht der Jurist noch besser sagen. Aber ich will mal eins sagen. Dem Freihandelsvertrag muss die Europäische Kommission, muss der Europäische Rat und wahrscheinlich hoffentlich auch der Bundestag zustimmen. Welcher Politiker stimmt denn einem Vertrag zu, der ihn selber entmächtigt?
der ihnen die Macht wegnimmt, Gesetze festzulegt. Das ist doch nicht, das kann nicht wahr sein. Das kann doch einfach sein. Ich habe ein sehr großes Politikerbild, aber leider ist es so. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. Erstens, also ich glaube, die Politiker, ich vertraue denen, dass sie sich selbst die Macht wegnehmen. Also da bin ich auf jeden Fall ganz sicher. Und zweitens sagen sie ganz klar, ich, Bode, kenne ja gar nicht den Inhalt des Vertrages. Aber ich lehne einfach ab. Wenn ich nicht weiß, was drinsteht, kann ich es doch nicht einfach ablehnen. Das ist ein anderer Punkt. Aber das Thema nochmal, also die Politiker, die werden sich nicht selbst entmachten hier bei uns. Das ist ja hochinteressant. Ich glaube, das ist ja schlimm genug. Es fügt sich mit dem, was Sie eben gesagt haben. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Sie haben gesagt, Sie hätten Besuch gehabt von den Abgeordneten der Demokraten und der Republikaner. Mhm. Ne? Und es sind genau die Demokraten, die vergangene Woche ihrem Präsidenten Barack Obama im Kongress die Zustimmung verweigert haben zu einem Verhandlungsmandat mit dem Namen Fast Track Authority. Und das verstehe ich jetzt mal so in grob schlechte Übersetzung, dass ihnen einfach auf einem schnellen Weg, auf dem Fast Track vorgelegt wird, dass sie abzustimmen haben, ja und nein zu sagen haben, aber mehr nicht zu etwa TTIP. Und da haben sie gesagt, das machen wir nicht. Wir möchten das vorher sehen. Sie merken ja auch, Herr Machnick, und Sie selber tragen das in Brüssel auch ganz genauso vor, hoffe ich, dass im Moment die Zweifel größer werden, ob alle Parlamente ausreichend an den Verhandlungen beteiligt werden oder später nur noch nach dem Prinzip friss oder stirb entscheiden müssen. Also erstens das Thema Transparenz, ich sage Ihnen das ganz offen, halte ich für ein Kernproblem. Weil ich möchte gerne, und die Bundesregierung möchte gerne rauskommen aus einem Katz-und-Maus-Spiel, wo etwas draußen behauptet wird, was mit der Realität nicht gedeckt ist und wir beständig hinterherlaufen. Ich will mal sagen, was wir gemacht haben. Aus dem Parlament haben wir alleine 700 Anfragen. Jede Antwort, die wir, oder jede Frage, die kommt von der Öffentlichkeit, beantworten wir. Und zwar nach dem Kenntnisstand, den wir haben und übrigens, den das Mandat hergibt. Und jetzt passiert immer eines. Warten Sie, nein, das ist nicht blöd, absolut richtig. Ich finde das absolut richtig. Ich finde das richtig. Ich will das ganz offen sagen. Ich möchte auch wieder, dass wir die Deutungshoheit über das ganze Thema zurückgewinnen, sage ich auch ganz offen, weil ich bin von einem überzeugt. Handelspolitik braucht Akzeptanz und ohne Akzeptanz wird das nicht gehen. Und deswegen müssen wir uns auch inhaltlich auseinandersetzen. Und jetzt will ich noch mal Klarheit in ein paar Dinge schaffen. Erstens, die Kommission hat kein Mandat. Keins. Standards, die in der Europäischen Union gelten, abzusenken. Auf keinen Fall. Eindeutig. Drin. Keines. So. Zweitens, wenn wir feststellen... Abzusenken kann aber auch heißen, dass es festgeschrieben wird. Das ist Ich sage es nochmal. Die Kommission hat einen Konsultationsprozess gemacht. Da wird ausdrücklich festgehalten. In der Europäischen Union, genauso wie in Amerika, besteht die sogenannte Right to Repair, also die Gesetzgebungskompetenz. Drittens, die Behauptung, alleine die Erwartungen der Konzerne sei dann Grundlage, darf es klagen, entbehrt jeder Grundlage. Viertens, die Behauptung, regulatorische Kooperation, die wir im Übrigen heute schon haben. Wir haben einen regulatorischen Austausch mit der amerikanischen Seite, würde zu einem führen. Die würden Gesetze und Verabredungen treffen. Auch das ist falsch. Die dürfen. Habe ich doch nicht gesagt. Die Parlamente werden geschwächt, habe ich gesagt. Nein, die dürfen Vorschläge machen. Ja. Die dürfen Vorschläge machen. Und was die Parlamente dann tun, das ist Sache der Parlamente. Und glauben Sie mir eines. Aber warum braucht es das Ding? So, das ist ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, weil mich der auch ärgert. Ich sage hier heute ganz klar, ISDS in der bestehenden Form. Sie meinen Schiedsgerichte? Ja, warte, nein, ich meine das ISDS, ja, das Schiedsgerichtsverfahren. Das bisher etablierte Schiedsgerichtsverfahren, von dem, da gebe ich Frau Wagenknecht recht im Übrigen, das ich auch für problematisch halte, wird es nicht geben. Ganz eindeutig, der Vorschlag der Kommission, der letzte Woche gemacht worden ist, ist ganz eindeutig, das bisherige ISDS wird es in der Form nicht geben. Dafür gibt es... Das finden auch die Amerikaner gut. Das werden sie, ich sage ganz offen, darüber wird man zu verhandeln. Ich sage Ihnen nur, es wird in Europa keine Mehrheit geben, in den Parlamenten, wenn es da noch nicht zu kommen. Und dazu haben wir einen Alternativvorschlag vorgelegt, der ganz klar ist, der auf ganz klaren rechtsstaatlichen Prinzipien basiert. Und ich finde, das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Im Übrigen, und da hat die Debatte auch was gebracht. Ich war im letzten Herbst im Handelsministerrat.
Das einzige Land, das gesagt hat, im Übrigen über ISDS muss reden, war Deutschland. Heute haben wir eine Situation, dass die Mehrheit im Handelsministerrat, wo, wie gesagt, 28 Mitgliedsländer ganz klar sagen, auch aufbauend auf den Vorschlägen, die wir gemacht haben, die Herr Professor Krajewski gemacht hat, die inzwischen von Seiten der Industrie begrüßt wird, die von Seiten von Mittelständern, die von Rechtsprofessoren begrüßt. So, und sie hat sich einen Großteil zu eigen gemacht. Noch nicht genug, aber ich sage Ihnen, das klassische ISDS wird es in TTIP nicht geben. Ich möchte gern mit Ihrer Erlaubnis den Zuschauern mal kurz erklären, worüber wir eigentlich reden, weil es ist wahnsinnig kompliziert überhaupt. Was ist ein Schiedsgericht? Wie funktioniert so? Was, eins muss man sich ja klar machen, mit TTIP wird auch verabredet, dass die Investoren einen besonderen Schutz genießen sollen, wofür man auch einiges Verständnis aufbringen kann, weil die ja eine Menge Geld dafür ausgeben für, Frau Wagenknecht nicht. Ich meine nur, wir sind ein Rechtsstaat, wir haben Gerichte. Ja, okay, ja, lassen wir mal gucken wir uns an. Gucken wir uns mal an, was es da gibt und wie das funktioniert und dann können wir darüber diskutieren, ob das was Gutes oder was Frau Wagenknecht, das gibt es ja also längst. Wo ist dann also das Problem? Ja, das Problem ist, dass dadurch natürlich eine Paralleljustiz etabliert wird für große Unternehmen, die absolut intransparent ist, wo wenige Anwaltskanzleien, die natürlich aus Geschäftsgründen den Unternehmen sehr viel näher stehen als der öffentlichen Hand, sowohl die Verteidigung des Unternehmens als auch sofort den Richterjob übernehmen. Und was dabei rauskommt, kann man sich einerseits vorstellen, andererseits gibt es aber eben auch genügend Beispiele schon, wo für Staaten Gesetze, die vernünftig sind, also zumindest in meinen Augen, sich sehr, sehr teuer ausgezahlt haben. Und deswegen sind eben diese Schiedsverfahren, die sind ja ursprünglich mal entstanden in Verträgen mit Staaten, in denen es kein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und da hat man gesagt, na gut, damit die dort überhaupt damit investiert wird, macht man sowas. Kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber dass das zwischen Staaten, die ein funktionierendes Rechtssystem haben, eine völlig absurde Geschichte ist, ich glaube, das ist ganz offensichtlich. Es geht also darum, Rechte einzuklagen, die man vor dem ordentlichen Gericht aus gutem Grund nicht einklagen könnte. Was und das ist sehr, sehr problematisch. Also, außer, dass Sie als Rechtsanwalt vielleicht noch mehr beschäftigt wären. Sie haben selber geschrieben, wir brauchen diese Gerichte gar nicht. Sie haben das selber gesagt, wir brauchen die nicht. Dazu. Da sind Sie mit Frau Wagenknecht völlig einer Meinung. Wir brauchen die nicht, lassen Sie die. Ja, nur wenn man sie kann auch, also ich meine, dann müssen Sie aber Ihrem nicht, Chef dass wir durcheinander kommen. Nein, aber ich will trotzdem einen Punkt, weil Sie vorhin gesagt haben, die kommen nicht. Die sind schon da. Ich möchte Herrn Merz antworten lassen. Das ist ja das Problem, die sind schon da. Danke. Wir haben ja ein ähnliches... Darf ich mal den Versuch machen? So ein bisschen Ordnung in diese Diskussion zu bringen. Vielleicht gelingt es mir. Also, zunächst einmal, ist, dass wir Schiedsgerichte haben, ist sowohl im Zivilrecht wie im öffentlichen Recht, im Völkerrecht ein seit Jahrzehnten erprobter Standard. So. Die Fälle, die Sie hier gerade zitiert haben, mit Verlaub, Frau Will, keiner davon ist entschieden. Und der Fall, den Sie gerade zum Atomausstieg in Deutschland zitiert haben, das ist nun das schlechteste Beispiel, das Sie bringen können. Warum ist das schlechte Beispiel? Der einzig erfolgreiche Prozess, der wegen des Atomausstiegs in Deutschland geführt worden ist, und das ist öffentlich, deswegen kann man die Namen nennen, ist der Prozess des Unternehmens RWE gegen das Land Hessen. Und die haben dort rechtskräftig gewonnen. So, der Atomausstieg wird die deutschen Gerichte über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Aber dann ist doch ein gutes Beispiel, weil das Ding läuft. Das ist ein gutes Beispiel. Na bitte. Es ist ein perfekt gutes Beispiel. Danke. Und zwar ein sehr gutes Beispiel, weil sich dieses Thema nun überhaupt nicht dazu eignet, Schiedsgerichte in Frage zu stellen. Vattenfall klagt, ist übrigens das einzige Unternehmen, das überhaupt klagen darf, weil es ein ausländisches Unternehmen ist, gegen den Atomausstieg, genauso wie E.ON, genauso wie RWE. So, jetzt ist die Frage, wo bleibt der Sinn von Schiedsgericht? Man kann sagen, und das ist ein gutes Argument, zwischen entwickelten Rechtsstaaten braucht man keine Schiedsgerichte mehr. Das ist ein gutes Argument. Jetzt gibt es allerdings auch zwischen entwickelten Rechtsstaaten, und Deutschland gehört dazu, Europa in den größten Teilen dazu, Amerika gehört dazu, gibt es Fälle, wo man sagen muss, naja, also das Thema Ausländerdiskriminierung sollte vielleicht doch etwas anders behandelt werden als das Thema der Inländerdiskriminierung. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Ich empfehle vielen Mandanten von uns, wenn es eben möglich ist, nicht vor die amerikanischen ordentlichen Gerichte zu gehen, sondern in Amerika vor Schiedsgerichte zu gehen, vor amerikanische Schiedsgerichte, die übrigens auch der Einwand
das sei alles undemokratisch. Entschuldigung, ist einfach falsch. Schiedsgerichte werden von den Vertragsstaaten besetzt. Die Schiedsrichter sind auch nicht nur Anwälte, sondern sind hohe, verdiente Richter, amtierende Richter, die auch in Schiedsgerichten tätig sind, werden von den Vertragsstaaten benannt. Genauso wie mein Landgericht, wie mein Oberlandesgericht, mein Amtsgericht. Die Richter werden auf die gleiche Art und Weise benannt von den Staaten, aus denen sie entsandt werden. Und da macht es schon Sinn. Übrigens, wir werden vielleicht mal über Ungarn reden können und über Rechtssicherheit in Ungarn. Da höre ich von der Linksfraktion viel Kritik, die teile ich. So, in Ungarn vor die ordentlichen Gerichte zu gehen. Reden Sie mal mit einer ganzen Reihe von deutschen Unternehmen. Die sind heilfroh, dass es dort Schiedsgerichte gibt, weil sie vor diesen Schiedsgerichten eben gleich behandelt werden wie inländische Unternehmen und nicht durch eine dem Staat hörige Justiz ungleich behandelt werden. Herr Bode, also, das klingt gut. Gibt, ich will es abschließend sagen. Es gibt viele gute Gründe, Schiedsgerichte in diesem Vertrag nicht zu machen. Aber sie ganz generell in Frage zu stellen, das ist wirklich, da werfen Sie das Kind mit dem Bade aus, das ist eine völlig falsche Einschätzung von Justiz. Da gibt es aber sehr kompetente Juristenkollegen von Ihnen, die das völlig anders sehen. Ach, unter Juristen ist alles umstritten, da finden Sie für alles eine zweite Meinung. Das ist doch völlig klar. Die sagen, die Schiedsgerichte sind verstoßen gegen unsere Verfassung. Aber ich möchte noch mal auf das, was Sie vorher angeführt haben, zurückkommen. Die Schiedsgerichte sind nur ein Teil des Abkommens, das die Demokratie aushebelt. Und wenn die Ich will aber jetzt kurz dabei bleiben. Gut, nicht, dass wir alles durcheinander werfen, dann kommen wir nicht mehr mit. Die greifen in die Rechte des Parlaments ein, weil sie in die Budgethoheit eingreifen. Sie schaffen eine Paralleljustiz, das ist gar nicht möglich. Da kann ich auch sagen, ich möchte auch für Verbraucher eine Paralleljustiz aber haben. Aber gerade damit gehört, es kann besser sein, schneller laufen. Entschuldigen Sie, Frau und auch top besetzte bei den Gerichten kommt es ja nicht nur auf Schnelligkeit und Effizienz an. Bei den Gerichten kommt es darauf an, verstoßen die gegen unsere Verfassung. Und hier haben wir eine Paralleljustiz, wo die Verfassungsrechtler sagen, wahrscheinlich nicht verfassungsgemäß. Und das wird sowieso gekippt einen werden. Ich glaube, dass nicht kommt. Also das reicht aber, Herr Merck. Es kann doch nicht sein. Also wenn einer behauptet, die Erde ist eine Scheibe, sagen wir, dann ist es immer noch umstritten, dass die Erde eine Kugel ist. Es kann doch nicht sein, dass wir die Gerichte nur nach der Effizienz beurteilen und nur darüber, ob wir zum Beispiel im Verhältnis zu Entwicklungsländern da einen besseren Stand haben. Wir müssen auch schauen, dass unsere Werte, die wir haben, absolut, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht auf die Straße gesetzt werden. Und das geschieht hier. Wird hier eine demokratische Errungenschaft preisgegeben? Nein, ohne Not, weil Herr Merz sagt, auch in diesem Abkommen müsste das nicht sein. Ich will zunächst mal zur Genese, damit das noch mal klar ist. Ja. Also, auch unsere Position im Bundeswirtschaftsministerium, haben wir auch mal, Herr Gabel, das immer deutlich gemacht, zwischen entwickelten Rechtssystemen auch. Ich will nur mal sagen, das Mandat im Übrigen an die Kommission, dass man das mit ISDS macht, ist unter der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht worden. Zweites Argument, es gibt viele Länder in Europa, Osteuropa, als die jetzige ist egal, Regierung, oder? Darüber können wir dann streiten. Das Zweite ist, es gibt in Osteuropa viele Länder, die haben ein hohes Interesse daran, dass es solche Schiedsgerichte gibt. Und das Dritte ist, und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Kernpunkt. Ich habe vorhin darauf verwiesen, wenn es denn einen Investitionsschutz gibt, dann wird der nach einem anderen System verlaufen. Sonst, sage ich Ihnen voraus, wird es keine mehr. Und das will ich kurz erklären, weil das wichtig ist. Mhm. Im Übrigen ist ein Unterschied zum heutigen System. Erstens nach den Vorschlägen, die auch Frau Malmström sich inzwischen zu eigen gemacht hat. Es ist klar, Anwaltskanzleien sind nicht mehr dabei. Sondern wir wollen dort zwei Kategorien, entweder Berufsrichter oder zum Beispiel Leute mit akademischem Hintergrund, die im Übrigen, wenn sie einmal für eine bestimmte Seite tätig geworden sind oder waren unter Quarantäne, sind raus aus den Verfahren. Drittens, wir wollen Öffentlichkeit, die finden nicht mehr. Viertens, um mal das Kostenargument aufzugreifen, wir wollen klare Tagessätze für diese Verfahren, weil in der Tat ein Mittelständler, im Übrigen, der soll mal heute vor ein amerikanisches Gericht ziehen. Der braucht Jahre mit Millionen. Viele Amerikaner sagen, hört zu, wenn es da mal ein Problem, wir raten euch, geht diesen anderen Weg. Und wie wahrscheinlich ist, Herr Machnick, dass die andere Seite oft jenseits des Atlantiks da mitmacht? Letztes Argument will ich noch sagen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Argument ist, dass wir auch eines wollen. Man muss sich entscheiden, welchen Weg man geht. Zum Beispiel der Fall Vattenfall.
die gehen vor ein Schiedsgericht und gehen vor das Bundesverfassungsgericht über Ausgabe. Und jetzt sage ich eines ganz klar. Auch die Amerikaner, wir sprechen auch mit den Amerikanern. Und die wollen haben schon die verstanden, das? Die haben verstanden, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, weil wir einen bilateralen Mechanismus aufbauen wollen, sag mal, habe ich zumindest noch kein schallendes Nein gehört. Und das wird jetzt ein Teil der Fragen sein. Im Übrigen, ich will es noch mal sagen, es wird auch ein, das ist eine wichtige Position, die die Europäische Kommission, Frau Malmström, aufgebaut hat. Und die weiß, auch an dem, was sie dort zurückbringt, wird sie am Ende des Tages gemessen werden und auch in den Parlamenten gemessen werden. Und deswegen glaube ich, ich bleibe bei meiner Position, das bisherige System von ISDS wird es in dieser Form zumindest nicht mehr geben. Das ist doch genau, bin ich völlig der gleichen Meinung, das ist doch die große Chance. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 129 ISDS-Abkommen bisher abgeschlossen. Wenn das alles die Fehler hat, die wir beschreiben, wo Sie ja teilweise recht haben, die Intransparenz, diese ganzen Probleme, jetzt haben wir die einmalige Chance, mit diesem neuen Abkommen diese Fehler zu beseitigen, ein neues Beispielabkommen zu gestalten, nachdem dem dann auch andere beitreten können. Das heißt, dass wir den Investorenschutz nachhaltig verbessern nach diesem Modell. Da muss man nicht dafür sein. Das ist doch genau Ihre Kritik, die aufgegriffen wird, die jetzt angebracht wird. Also ich finde ja die Chance haben wir da jetzt. Ich finde ja interessant, dass Sie jetzt alle der Meinung sind, offensichtlich, oder zumindest Sie beide, habe ich so verstanden, also diese Schiedsgerichte, so wie sie bisher in den Abkommen waren, sind doch eine ziemlich fragwürdige Ich bin dezidiert anderer Meinung. Aber zumindest Herrn Machnik habe ich jetzt mal so verstanden, dass Sie da auf einer Linie sind. Dann würde ich Sie aber wirklich bitten, Ihrem Chef, Herrn Gabriel, zu erklären, dass es genau dieses Verfahren, von dem Sie eben gesagt haben, dass es gefährlich sei und dass es intransparent ist und undemokratisch und wahrscheinlich sogar verfassungswidrig, dass genau dieses Verfahren in dem aktuellen Abkommen mit Kanada, CETA, das verhandelt ist, genau dieses Verfahren verankert ist. Und natürlich könnte man es theoretisch bei TTIP, also bei dem jetzigen Abkommen mit den USA, sich sparen, wenn man nämlich weiß, dass 80% der US-Unternehmen, die in Europa präsent sind, Filialen in Kanada haben, können die über dieses Abkommen CETA mit Kanada genau diesen Weg schon beschreiten, wenn das tatsächlich ratifiziert wird, sodass sie das in TTIP gar nicht mehr brauchen. Und dann muss ich sagen, finde ich natürlich sehr merkwürdig, wenn Sie das jetzt alles genauso kritisieren und fragwürdig finden, wieso gibt es dann grünes Licht vom Wirtschaftsminister und von der deutschen Regierung zu diesem Abkommen mit Kanada, mit genau gibt dieser Schiedsgerichtsbarkeit. Ist doch gar das nicht wird wahr. Abgelehnt. Gut, da bin ich ja sehr erfreut, aber das, das war sehr genau eine Neuigkeit von Herrn Gabriel. Ja, das wäre eine echte Neuigkeit, wenn Herr Gabriel Übrigens das brauche ablehnt. Herr Gabriel gar nicht zu erklären, das weiß der alles genauso gut wie ich auch. Ja, aber er hat bisher ja gesagt, man kann da nicht mehr nachverhandeln. Nochmal, wir sind gerade im Prozess des sogenannten Legal Scrubbing. Also es wird nochmal, die Gesetze werden sagen, gegengelesen. Und wir werden jetzt auch gegenüber der Kommission nochmal deutlich machen, im Übrigen, wir sind uns einig, an den anderen Stellen wird das Abkommen angepasst werden müssen. Wir reden jetzt über CETA. Ich rede über CETA. Das wird so nicht von der deutschen Regierung. Ich sage ganz klar, wir werden versuchen, auch über die Europäische Kommission auch beim Thema CETA zu weiteren Sachen zu kommen. Und wenn es aber bleibt, das wollen wir jetzt genau wissen. Jetzt warten wir doch mal. Ich hatte Herrn Gabriel bislang so verstanden, dass er CETA zustimmen will. Und das ist wichtig für uns, weil dieses wird als Blaupause gehandelt für TTIP. Also die Frage an Sie. Sagen Sie uns jetzt hier heute Abend, dass der Bundeswirtschaftsminister diesem Abkommen, so wie es im Moment vorliegt, nicht zustimmen wird? Wir sind gerade in dem Bereich, dass dieses Abkommen sozusagen überprüft wird. Es gibt im Übrigen auch zwischen Finanzministerium und uns Dinge, die wir im Rahmen des Legal Scrubbing klarstellen wollen. Und wenn die Überprüfung ergibt, dass es Ihnen nicht gefällt, stimmen sehen. Sie dann nicht zu? Das werden wir dann sehen. Das will ich ein bisschen genauer wissen, ehrlich gesagt. Werden Sie nicht zustimmen? Nochmal, erstmal sage ich eines. Wir werden das dort versuchen. Zweitens, die Aussage, die Sie treffen. Das ist treffen, nicht viel. Versuchen werden Sie. Nein, nicht sehr. Also ich meine, Sie sagen, das ist gefährlich, aber Sie winken es durch. Nochmal, ich habe gar nicht. Erst zweitens, mit meinem zweiten Argument. Die materiell-rechtlichen Festlegungen im Übrigen, die wir bei CETA getroffen haben, das muss man mal zur Kenntnis legen, liegen weit unter dem bundesstaatlichen, also in unserer Gesetzgebung vorherrschende Rechtssystematik. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen, weil es wird so getan, als würde das gleiche Recht dort oder ein weitergehendes Recht, als wir ohnehin auf der Bundesebene etabliert haben. Das ist schlicht falsch. So, deswegen sage ich, auch dort muss eines gelten, das weiß die Kommission. Sie müssten mir mal eines erklären, wenn wir bei TTIP Änderungen vornehmen, warum das bei CETA eigentlich nicht greifen soll, dann hätten wir zwei unterschiedliche Systeme. Weil CETA schon ausverhandelt ist? Nein, weil CETA ist in einem Prozess
Und dieser im Rahmen dieses Prozesses wird auch über bestimmte Fragen zu reden sein. Ob das dann Nachverhandlungen oder technische Anpassungen sind, das wird man am Ende des Tages sehen. Das ist für mich eine Frage des Begriffes. Wenn man sich einig ist, dass es dort Änderungsbedarf gibt, dann sollte man das mal in den Gesprächen mit den Kanadiern erörtern. Und das wird Frau Malmström auch tun. Herr Machnick, Ihre Reformvorschläge sind Kosmetik, weil sie nichts daran ändern, dass hier eine Paralleljustiz geschaffen wird. Und diese Paralleljustiz, die brauchen wir nicht. Wir können doch nicht wegen des Investorenschutzes an unseren Verfassungsrechten rumdoktern. Tun wir doch gar nicht. Das wird doch gemacht. Mit der Einführung einer Paralleljustiz verstoßen wir gegen unsere Verfassung. Also, aber nochmal. Dann gehen Sie doch mal, Herr Bode, Sie, ja, doch, Sie können doch klagen. Dann gehen Sie zu, nach Karlsruhe, klagen Sie gegen den Vertrag und dann werden wir sehen, was dabei herauskommt. Das werden wir auch machen, aber dazu muss das Abkommen erst mal abgeschlossen sein. Sie können doch auch gegen die 129 bestehende Investitionsschutz schon mal üben, schon mal ein bisschen klagen. Machen Sie schon mal. Haben Sie viel Beschäftigung? Das ist leider zu spät, Herr Grillo. Das ist aber, ich möchte... Die gibt es doch, da können Sie noch gegen klagen. Nicht verjährt. Ich will noch was sagen. Ich glaube, Investorenschutz ist die eine Geschichte, aber wir sollten nicht dabei hängen bleiben, ja, weil stimmt. TTIP insgesamt die demokratischen Prozesse schwächt und die Parlamente. Und was Herr Machnick vorher gesagt hat, im Verhandlungsmandat, also das, was der Minister hat der Kommission gegeben hat, da steht ja drin, die Standards, das sind ja alles Gesetze, werden nicht gesenkt. Das ist ja, steht ja nur auf dem Papier. Entscheidend ist doch, was in der Praxis rauskommt. Nicht senken heißt zum Beispiel auch verwässern. Wir wissen, was in den Verhandlungen über chemische Substanzen zum Beispiel jetzt passiert. Ja, zum Beispiel diese berühmten chemischen Stoffe, die den Hormonhaushalt schädigen. Die wollte die Kommission ja und die Europäische Union regulieren. Die Amerikaner sagen aber, diese Stoffe sind sicher. Die wollen wir trotzdem drin haben. Was passiert? Wissen Sie ganz genau, was passiert? Man hat die Regulierung dieser Stoffe nach hinten geschoben. Obwohl es dringend erforderlich ist, diese Stoffe zu verbieten. Das nenne ich auch ein Herumdoktern an unserer Standards. Und dann noch was an Sie gerichtet, Herr Merz, nochmal. Die Vereinbarung in TTIP über irgendwelche Standards, zum Beispiel Lebensmittelkennzeichnung, wenn die konkret sind und in TTIP vereinbart sind, dann ist das ein völkerrechtlicher Vertrag. Das heißt, wir können die nur noch mit Zustimmung der Amerikaner ändern. Doch, hat das Bundeskanzleramt uns bestätigt. Entschuldigen Sie mal. Ja. Und wenn Sie es jetzt trotzdem einseitig machen, das hätte ich gerne gelesen. Wenn Sie es trotzdem einseitig machen, dann laufen Sie die Gefahr, vor einem anderen Schiedsgericht zu Handelsaktionen oder Vertragsstrafen verurteilt zu werden. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung unserer Freiheit, Gesetze zu machen. Nein. Das kann doch nicht sein. Ich will doch nicht abhängig sein von einem Handelspartner, ob ich in Zukunft meine Allgemeinwohlgesetze noch verbessern kann. Wo kommen wir denn da hin? Also das ist doch genau der Tatbestand. Das ist doch genau der Tatbestand. Und das ist ja auch, und das ist ja auch von dem angesehenen Professor, der auch für Sie arbeitet, bestätigt worden von Herrn Professor Krebsky. Vielleicht mal auch da die Argumente ein bisschen mal ordnen. Also natürlich ist es völlig richtig, was Sie sagen. Wenn wir einen Vertrag machen, sind wir an den Vertrag gebunden. Die Frage ist nur, in welchen Bereichen binden wir uns denn wirklich so, dass wir nicht mehr eigene Regelungskompetenz haben. Es gibt in diesem Verhandlungsmandat dazu eine ganz glasklare Formulierung. Die steht nicht nur auf dem Papier, die bindet die Verhandlungsführer. Dass nämlich die Standards nicht unterboten werden, sondern auf dem höchstmöglichen Maß reguliert werden soll. Auch Amerika hat Auch Amerika hat Standards. In Amerika gibt es auch Lebensmittelstandards. Wir haben unterschiedliche Systeme, wir haben unterschiedliche Haftungsrechtsregime. Das ist sehr schwer zusammenzubringen. Aber die Frage, ob der Gesetzgeber die Standards noch erhöhen darf oder nicht, steht ausdrücklich drin und wird auch in dem Vertrag so drin. Stimmt. Wenn es, aber Herr Bode, wir können uns doch wirklich nur über das unterhalten, was auf dem Papier steht und was vereinbart ist. Und vereinbart ist, und jetzt lassen Sie mich doch einfach nur mal den Gedanken zu Ende führen, dann können Sie wieder intervenieren. So, und dann das Thema regulatorische Zusammenarbeit wird von Ihnen immer zitiert. Also, ich finde ganz interessant, was ich im Augenblick höre an Argumenten, ist exakt genau dasselbe, was ich von Ihnen und anderen vor 25 Jahren gegen den europäischen Binnenmarkt gehört habe. Genau dasselbe. Wir regulieren uns nur nach unten. Wir dürfen nicht mehr eigenständige Gesetze machen. Die Umweltbehörden werden stranguliert. Wir kriegen keine Lebensmittelsicherheit mehr. Wir müssen in Deutschland alle Arbeitsschutzbedingungen nach unten regulieren. Das ist exakt dasselbe vor 25 Jahren gewesen, als wir den Binnenmarkt in Europa verabschiedet haben. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, aus der heutigen Sicht, nichts davon, aber auch wirklich gar nichts davon ist
wahr geworden. Herr Merz, ich will jetzt einen neuen Gedanken reinbringen, wenn Sie es gestatten. Weil wir verhandeln ja nicht unter Europäern im Moment, sondern, und deshalb frage ich Sie auch ganz gezielt, als Vorsitzender der Atlantikbrücke, als Rechtsanwalt in einer internationalen tätigen Kanzlei, die einen ihrer Sitze unter anderem auch in den USA hat, sprich, Sie kennen sich da gut aus, lesen aber auch Zeitung und Ihnen wird auffallen, dass da viel die Rede ist von der NSA-Affäre. Warum genau sollte sich Deutschland und die EU im Moment gerade noch enger an einen Partner binden, zu dem wir nicht das allergrößte Vertrauen haben müssten? Absoluter Punkt, der wichtig ist und der natürlich die politische Diskussion im Augenblick in Deutschland erheblich erschwert. Aus guten Gründen. Aus guten Gründen. Ich meine, was da zum Teil passiert ist, wobei, da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Ja, das ist inakzeptabel und trotzdem habe ich meine Meinung zu bestimmten Aspekten, aber das würde jetzt zu weit führen. Der entscheidende Punkt ist doch, und das ist das einzige Argument, das für mich wirklich als deutscher Staatsbürger zählt, nützt es uns Deutschen und Europäern, ein solches Abkommen zu machen? Und zwar als Bevölkerung, als Industrienation, als Volkswirtschaft. Ob Sie dem Partner vertrauen können, spielt keine Rolle. Ja, aber Entschuldigung, es nützt doch nur, wenn ich ihm vertrauen kann. Wenn ich ihm nicht vertrauen kann, kann es uns auch nicht nutzen. Also das ist doch völlig klar. Und Sie entscheiden im Moment, wir können denen vertrauen. Ich glaube, dass es aus unserer Interessenlage heraus richtig ist, das, was wir in Europa mit dem europäischen Binnenmarkt gemacht haben, im Kern auch auf den transatlantischen Handel zu übertragen. Und zwar insbesondere im Sinne von Wachstum, Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese Zahlen, die da veröffentlicht worden sind, die können Sie alle vergessen. Das haben wir vor 25 Jahren mit dem Binnenmarkt genauso gesagt bekommen. Da wussten einige Professoren ganz genau mit der dritten Stelle hinterm Komma, was der Binnenmarkt auslöst. Das war alles Quatsch. Teilweise ist es viel besser gewesen, teilweise war es viel schlechter. Das stimmt alles nicht. Im Moment wird ja mit vielen Übertreibungen gearbeitet. Die entscheidende Frage ist die, sind wir Europäer und Amerikaner noch miteinander vertragsfähig, wenn es darum geht, ein strategisches Wirtschaftsabkommen miteinander abzuschließen, das die gegenseitigen Chancen auf den globalen Märkten für alle Beteiligten verbessert. Und da komme ich zu einer ganz klaren Schlussfolgerung. Meine Schlussfolgerung ist, ja, dieses Abkommen, auch bei Schwächen, die es ohne Zweifel hat, würde im Ergebnis die Chancen von Deutschen, Europäern und Amerikanern auf globalen Märkten verbessern. Vertragsfähigkeit, sind wir das im Moment oder hätte man die Verhandlungen unterbrechen müssen, solange die NSA-Affäre nicht aufgeklärt ist? Zunächst mal muss man aufklären. Das steht ganz klar im Vordergrund. Muss man dafür die Verhandlungen unterbrechen? Ich glaube nicht, dass man die Verhandlungen unterbrechen muss. Aber man muss diese Frage aufklären. Es muss Vertrauen wiederhergestellt werden. Muss auch an der Stelle gezeigt werden, dass hier auch Rechtsstaatlichkeit gilt. Auch gerade auf deutschem Boden und im Übrigen auch eines. Dass deutsche Behörden eines tun. Nämlich ihre verfassungsgemäßen Auftrag, nämlich Deutschland und seiner Regierung sozusagen zu dienen und nicht für andere unterwegs zu sein, falls sich das herausstellen sollte. Herr Steinbrück hatte gesagt, man hätte unterbrechen sollen, die Verhandlungen. Können wir uns ja kurz noch mal anhören, stammt aus dem Wahlkampf 2013, so lange. Und auch Ihr Vorsitzender, Sigmar Gabriel, hat auch im Juli 2013, dann noch mal im Oktober 2013 einen ähnlichen Satz gesagt, hat gesagt, es ist kaum vorstellbar, mit den USA ein Freihandelsabkommen abzuschließen, solange diese die Freiheitsrechte der Bürger gefährden. Und da meinte er die Spionageaffäre mit. Kann man im Wahlkampf sowas mal sagen, was dann heute Geschwätz von gestern ist und nichts mehr zur Sache tut? Na, zunächst mal will ich erstmal, ich möchte gerne mal wissen, ich weiß nicht, ob wir das alle wissen, was ist denn sozusagen jetzt die Substanz dessen? Wie sieht diese Lektorenliste aus? All diese Fragen müssen geklärt werden. Im Übrigen gilt dann ein zweites. Wir dürfen dann auch nicht so tun, als würde Deutschland verhandeln oder die Europäische Union verhandeln. Mhm. Dann müssen wir im Lichte dieser... Ist möglicherweise aber auch ausspioniert worden. Warten Sie doch mal. Ja, kann ja sein. Dann muss man das sozusagen gemeinsam bewerten. Ob es klug ist, auch in dieser Situation sozusagen jetzt, die ja durchaus schwierig ist, Drohkulissen aufzubauen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sondern ich bin dafür, dass wir aufklären, dann bewerten und dann auch politische Konsequenzen ziehen, wie immer die dann auch aussehen. Und das muss erstmal im Vordergrund stehen. Ansonsten sage ich eines. Wir werden die Verhandlungen werden irgendwann weitergehen, sollten auch weitergehen. Und das Fenster, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, für diese Verhandlungen gehen irgendwann mal im Frühjahr 2016 zu. Dann wird der amerikanische Wahlkampf sein. Und deswegen müssen wir genau überlegen, was ist eigentlich eine vernünftige Reaktion, auf das wir gerade... Und gehen Sie davon aus, dass bis dahin die NSA-Affäre aufgeklärt ist?
Ich wünsche mir das, dass wir sozusagen bis dahin Klarheit haben, natürlich. Und ich wünsche mir das. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen sagen, im Bundeswirtschaft weiß ich nicht, welche Details wir in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch präsentiert bekommen. Da sind wir alle, glaube ich, überrascht worden. Ich sage ganz offen, wir müssen jetzt diesen Punkt auflösen. Wir brauchen Vertrauen, auch gerade für solche Verhandlungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das können wir erst dann, wenn wir alle auch wirklich Kenntnis haben, von dem wir tun. Und deswegen sollten wir eines nicht tun, jetzt in der jetzigen Situation sozusagen neue Verhandlungshürden dort aufzubauen, sondern erst mal schauen, wo stehen wir denn an und was sind denn die Ergebnisse dessen, was die Parlamentarische Kontrollkommission und andere Gremien... Aber also kann man vertrauensvoll zusammenarbeiten mit einem Partner? Man kann vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich bin schon der Meinung, wir sollten weiter reden, wir sollten auch weiter verhandeln. Parallel, völlig richtig, müssen wir aufklären. Wir müssen mal überlegen, worum geht es denn eigentlich hier? Es geht doch wirklich um Freihandel, um Steigerung des freien Handels zum Wohle von allen. Nochmal Zitat, richtig gestaltet. Deutschland ist Exportweltmeister. Ja, das hilft uns. Das heißt, es ist für unser Geschäftsmodell. Und noch einen Punkt zu Ihren Standards. Aber Herr Göbel, darf ich nochmal nachsetzen? Entschuldigung. Gerne. Darf ich mal eben nur... Weil Sie haben einen sehr starken Satz gesagt vor zwei, drei Wochen, genau bezogen auf die NSA-Affäre. Das fiel wirklich auf, dass der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie sich entsetzt gezeigt hatte. Das waren, glaube ich, Ihre Worte. Und Sie hatten gesagt, weil Sie eben nicht sicher sind, dass Wirtschaftsspionage nicht auch gegen die deutsche Industrie womöglich betrieben wird. Sie hatten gesagt, Ende April, verlorenes Vertrauen hat fatale Konsequenzen. Niemand darf hier zur politischen Tagesordnung übergehen. Deshalb frage ich Sie, ist das jetzt dann der Moment, wo Sie sagen, boah, das ist für mich kein Partner mehr, mit dem ich vertrauensvoll verhandeln kann? Genau das, was ich gesagt habe, wir brauchen die Amerikaner und wir können zusammenarbeiten, wenn wir Vertrauen haben. Das Vertrauen ist gefährdet, deswegen brauchen wir Aufklärung. Das habe ich gesagt, nichts anderes. Da stehe ich auch zu, das ist auch richtig. Und das läuft auch, glaube ich, und da vertraue ich auch der Politik, den beteiligten Leuten. Ich habe natürlich auch dann mit den entsprechenden Leuten gesprochen. Da wird aufgeklärt, da vertraue ich. Das weiß ich aber nicht, ob das morgen passiert oder übermorgen passiert. Das heißt, wir müssen parallel weiterverhandeln. Wir müssen an diesem Freihandelsabkommen weiterverhandeln, weil es uns nützt. Und Herr Bode, das Thema Standards. Ich will mal eins sagen. Warum ist die deutsche Wirtschaft so erfolgreich? Das Made in Germany gilt überall weltweit als das Qualitätssiegel. Und das kommt von den hohen Standards. Denn wenn wir doch nicht diese hohen Standards aufgeben für dieses Freihandelsabkommen, abgesehen davon, dass es im Verhandlungsmandat sowieso festgeschrieben ist, dass nicht gesenkt sein. Made in Germany wird weiterhin da sein. Wir werden die hohen Standards nicht senken. Wenn die Amerikaner vielleicht in dem einen oder anderen Bereich sie nicht anpacken wollen, dann müssen wir eben mit unterschiedlichen Standards weiterarbeiten. Aber es zwingt uns ja keiner, unsere hohen Standards runterzusetzen. Ich verstehe Ihre Bedenken nicht. Herr Krillo, Sie haben mich angesprochen. Ich verstehe Ihr Argument gar nicht. Sie sagen, weil Deutschland Exportweltmeister ist, sollten wir für TTIP sein. Man kann trotzdem gegen ein schlechtes TTIP sein, gegen einen schlechten Vertrag. Ja, natürlich, das hat überhaupt nichts mit dem. Deswegen diskutieren wir, damit es besser wird. Wir haben ja die ganzen Exporterfolge auch ohne TTIP. Und dann weiter. Also, Nämlich, ob man langfristige Wirtschaftsinteressen... Darf ich das noch sagen? Ja, ich würde gerne auf oder, nee, muss man langfristige Wirtschaftsinteressen tatsächlich sauber trennen von einer politischen Tagesaktualität, weil es ansonsten nicht weitergeht? Muss man also weiter verhandeln, jetzt parallel zu einer möglichen Aufklärung? Oder sehen Sie das Vertrauen so beschädigt, dass man sagt, jetzt nicht mehr? Ja, ich meine, die Frage, die Herr Steinbrück vorhin in dem Einspieler gestellt hat, die ist ja im Grunde aufgeklärt. Er hat gesagt, wir müssen aufklären, ob europäische Stellen ausspioniert werden, ob das Kanzleramt ausspioniert wird. Das ist inzwischen völlig klar. Ja, es wird. Also es ist jetzt inzwischen klar, es wurden französische Stellen, es wurden Unternehmen ausspioniert. Und insoweit ist eben Ihre Argumentation, Herr Merz, dass Sie sagen, also das ist doch wie in Europa, wie der europäische Binnenmarkt, die gleichen Gegenargumente. Ja. Es ist ein bisschen was anderes, mit jemandem ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, der in offensichtlicher Weise gegen die europäische Wirtschaft und auch gegen die europäische Politik Spionage betreibt und natürlich eigene Interessen in den Vordergrund stellt. Und ich gebe auch zu bedenken, dass zum Beispiel der Wirtschaftsnobelpreisträger Stiglitz, der ja selber Amerikaner ist, ganz klar gesagt hat, dieses Abkommen ist keine oder soll keine Partnerschaft untergleichen sein, sondern es wird ein Abkommen werden, wo die Vereinigten Staaten die Bedingungen diktieren. Das ist ein wörtliches Zitat von Herrn Stiglitz. Und ich meine, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, der selber aus den USA kommt, hat wenig Grund, jetzt die Rolle der USA dort falsch darzustellen. Insoweit denke ich tatsächlich, es ist absurd, gerade angesichts des Agierens der NSA,
sich hier in dieser Weise zu öffnen, da geht es ja natürlich auch um Datenschutz. Auch TTIP wird ganz direkte Auswirkungen auf den Datenschutz haben, auf die Daten von Bürgern, auf das Handeln mit den Daten von Bürgern. Gerade amerikanische Unternehmen sind besonders in diesem Geschäftsmodell versiert. Das hat mit Kundendaten TTIP doch, doch natürlich werden natürlich Datenschutz. Also, aber das können Sie doch nicht ernsthaft bestreiten, dass der europäische Datenschutz höhere Standards setzt als der amerikanische und dass es natürlich darum geht, diese Standards abzusenken. Und letzten Punkt, den wollte ich zu Ihnen auch noch sagen, weil Sie vorhin so gesagt haben, niemand denkt an Standards absenken. Also das Umweltbundesamt, das ja nun wirklich eine Behörde ist, hat davor gewarnt, dass Standards abgesenkt werden. Ja, und werden zwar aufgrund des Verhandlungsvorschlages der Europäischen Kommission. Also noch nicht mal das, was die Amerikaner daraus gemacht haben, sondern das, womit die Europäer reingegangen sind. Natürlich wird dort auch über Absenkung von Standards verhandelt. Und Datenschutz ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich finde, solange es diese Spionage gibt, solange wir kein No-Spy-Abkommen haben, also ein Nicht-Spionage-Abkommen, solange sollte das überhaupt nicht diskussionsfähig sein. Aber die Wahl ist doch gut. Die NSA-Affäre. Das, was wir jetzt erfahren haben, etwa bei den datenschutzrechtlichen Fragen, ist passiert, da gibt es überhaupt kein Freihandelsabkommen. Sondern wir haben noch nicht mal in Europa, und daran müssen wir mal arbeiten, gemeinsame Datenschutzstandards. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Wir müssen sozusagen dort unsere Standards zunächst mal definieren. Wir werden in TTIP zu keinen Absenkungen von Datenschutzstandard kommen. Ist auch wieder eine Behauptung, die durch gar nichts gedeckt ist, die gar nicht, nicht verhandelt werden wird im Rahmen dieses. Und dennoch, und das ist unser Problem, wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Datenschutzstandards nicht nur rechtlich fixiert werden, sondern dass sie auch durchgesetzt werden und dass auch klar ist, was dürfen Partner in Deutschland und welche Institutionen, wie zum Beispiel der BND, in welchem rechtlichen Rahmen bewegen sie. Das sind die Fragen, die wir zu klären haben. Ob man unter den Bedingungen eines machen sollte, den Gesprächsfaden mal eben abzubrechen, da habe ich tiefe Zweifel. Weil ich glaube, es ist klug, miteinander zu sprechen. Aber auch auf Augenhöhe und auch auf der Ebene, dass man die Probleme, die es gibt, etwa auf diesen Feldern klar adressiert. Das ist die Grundlage dafür, dass man andere Formen von Zusammenarbeit sozusagen erhalten kann und eine bessere Form von Zusammenarbeit auf bestimmten Feldern dann auch erreichen kann. Denn ich meine, eins möchte ich noch ergänzen. Wir haben ja heute sehr großen Handel mit Nordamerika. Ja, den wollen wir nur verbessern. Heißt das, dass Sie voll und das bis auf Weiteres die Geschäfte mit Amerika erstmal einstellen? Den Export einstellen. Nein, das wäre ja auch völliger Unsinn. Danke. Das wäre dann konsequent. Das wäre dann konsequent. Das wäre nur konsequent, wenn Sie das fordern. Nein, wir reden über ein Abkommen, das in der Perspektive eine ähnliche Form von wirtschaftlicher Integration anstrebt, wie wir sie in Europa haben. Das ist was ganz anderes. Ja doch, und es geht schon in die Richtung eines gemeinsamen Binnenmarktes. Das ist viel, viel mehr als das, was wir bisher haben. Wir treiben Handel. Ich habe auch gar nichts dagegen, zum Beispiel mit den Amerikanern über die Absenkung von Zöllen zu reden. Können wir gerne machen. Gut. Kann Europa ruhig noch ein bisschen tougher auftreten, als sie das bisher tun. Ich habe auch gar nichts dagegen, zum Beispiel bei technischen Normen, also Schraubengrößen und diesem ganzen Zeug, was immer wieder auch angeführt wird als Argument für TTIP, das kann man technisch lösen, da kann man mit denen reden, also regulatorische Zusammenarbeit. Nee, das ist aber nicht das, wo es um Umweltschutz, um Verbraucherschutz, man das um alles Chemikalien so regeln geht. Das ist doch was ganz anderes. Braucht es das Abkommen überhaupt? Sie beschreibt ja gerade den Kern des Abkommens. Ja. Nein, gerade nicht. Das ist leider nicht der Kern. Testzulassungsverfahren, Standards. Das ist hochinteressant. Sie beschreiben gerade exakt den wesentlichen Gegenstand dieses Abkommens. Das heißt, wir kommen weiter in der Diskussion. Das ist einer der wesentlichen Themen und regulatorische Zusammenarbeit im gesamten Bereich der Diskussion weiter. Ich würde Herrn Merz, ich will den Punkt hören von Herrn Merz. Braucht es dann überhaupt ein Abkommen oder ließen sich all diese Fragen auch anders regeln? Weil wir treiben in der Tat, das hat der Grillo auch gerade gesagt, wir treiben ja schon Handel miteinander. Ja, also es geht ja um die Verbesserung, es geht um die Absenkung der Zölle, es geht um die Öffnung des Marktes und es geht um regulatorische Zusammenarbeit. Und da würde ich gerne noch mal einen Satz zu sagen. Mhm. Also ich bin 20 Jahre Abgeordneter gewesen. Ich habe mich 20 Jahre lang geweigert, über die Größen von Schraubenköpfen im Parlament zu entscheiden. Warum? Oder um die, weil es nicht die Aufgabe von Abgeordneten ist, technische Standards zu entscheiden. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. So, wir müssen die Rahmengesetzgebung dazu machen und dann müssen wir den Regulatoren und den Behörden überlassen, auch in der Zusammenarbeit. In Europa funktioniert sie hervorragend. Wir haben keine DIN-Normen mehr, wir haben fast nur noch europäische Normen. Jetzt geht es darum, mit den Amerikanern zusammen regulatorische Standards auf dieser Ebene zu setzen. Und da Sie das System gut kennen,
Glauben Sie, das geht, dass man die beiden Systeme zueinander bringt? Etwa ja, Max Otte, den wir eben im Film gesehen haben, Wirtschaftsprofessor, der auch Staatsbürger der USA ist, der, glaube ich, weiß, wovon er spricht, auch komplett unverdächtig, nicht irgendwie Kommunist oder sowas Schlimmes, Ihrer Sicht. So, der sagt, die beiden Systeme passen überhaupt gar nicht zusammen. Es ginge darum, den US-Raubtierkapitalismus, sein Wort, mit dem Kapitalismus rheinischer Prägung zusammenzubringen. Und das könne nicht gut gehen. Also erster Teil der Einschätzung ist richtig, zweiter Teil ist reine Polemik. Der erste Teil ist deswegen richtig, weil wir... Raubtierkapitalismus. Nein, das ist eben reine, das ist wirklich reine Polemik. Aber er hat natürlich an einem Punkt recht und das macht die Debatte so schwierig. Die Argumente sind ja nicht alle falsch, aber die Schlussfolgerungen daraus, die sind dann wirklich teilweise vollkommen abwegig. Ich will das mal an diesem Beispiel deutlich machen. Also warum passt da manches nicht zusammen? Amerika hat ein sehr straffes Haftungsrecht. Wir haben das sogenannte Vorsorgeprinzip. Also bei uns kommt überhaupt erst etwas in den Verkehr, wenn es rauf und runter geprüft worden ist. In Amerika ist man zum Teil etwas großzügiger und sagt, bringt das in den Verkehr, aber wenn es schief geht, dann haftet ihr bis zur Existenzgefährdung der Unternehmen und der Inhaber. So. Mhm. Da gibt es Grenzen, was man harmonisieren kann. Absolut. Das passt nicht zusammen. Da kannst du nicht aus 0 und 1 einen Halt machen. Das ist gerade für den Mittelstand wichtig, Entschuldigung. So. Ja. Ja? So, also was folgt daraus? Was folgt daraus? Für den, gesamten... Da folgt ja etwas raus. Für den gesamten Lebensmittelbereich zum Beispiel gibt es jetzt in der Kommission ein Papier, und das ist sehr vernünftig zu sagen, dann lass es uns für diese sensiblen Bereiche beim Bestimmungslandprinzip lassen. Also Lebensmittel, die aus den USA nach Europa kommen, müssen nicht nur den amerikanischen Vorschriften entsprechen, sondern den europäischen. Europäische Lebensmittel, die nach Amerika gehen, müssen nicht nur den europäischen entsprechen, sondern den amerikanischen Standard. Aber Lebensmittel ist ein gutes Beispiel, dass das TTIP nicht funktioniert. Ja, doch, darf ich Ihnen das mal kurze Gedanken zu Ende bringen? Aber ich möchte viele Amerikaner in der Debatte sagen, ja? Herr Bodo, das müsste Sie eigentlich auch wenigstens zum Nachdenken bringen. Also EHEC, Sie können sich vielleicht daran erinnern, das ist ein großer Lebensmittelskandal in Deutschland gewesen. Über 30 Tote hat es nicht in Amerika gegeben. Das hat es in Deutschland gegeben. Ja. Brustimplantate im Medizinsektorbereich, die viele Frauen massiv geschädigt haben, hat es nicht in Amerika gegeben. Es waren auch keine amerikanischen Produkte. Das waren französische Produkte. Das waren gar nicht zugelassen worden. Die wären in Amerika gar nicht zugelassen worden. Ich will diese Beispiele mal einfach sagen, damit wir mal so ein bisschen von diesem hohen Ross runterkommen. In Europa ist alles prima und aus Amerika kommt der Raubtierkapitalismus. Da will ich jetzt, Herr Merz, genau einhaken. Weil Lebensmittel sind ein gutes Beispiel. Dann können wir nämlich auch über Standards reden. Es ist doch so, dass die Qualität der Lebensmittel in den USA ist schlecht und ist bei uns auch schlecht. Auch schlecht. Zu fett, zu süß, zu salzig, keine Transparenz, keine Herkunft, Tierqual. Das ist auf beiden Seiten des Atlantiks derselbe Fall. Wissen Sie, was jetzt passiert? Da verhandeln ja nicht USA und Europa, sondern verhandeln die großen Nahrungsmittelkonzerne auch miteinander. Ach. Und was, wissen Sie, was die wollen? Die wollen, dass die Standards nicht weiter erhöht werden, weil das ist gegen ihr Geschäftsmodell. Weil man verdient sehr viel Geld mit zu süßem, zu salzigem und mit sonstigem Junkfood. Und jetzt haben wir nämlich ein Problem, wenn Sie dauernd behaupten, es werden doch Standards nicht mehr gesenkt. Wir haben doch das Problem, das ist ja eine Drohung, wenn wir müssen unsere schlechten Standards weiter verbessern. Und das genau verhindert TTIP. Und das verhindert TTIP doch. Da sind wir nicht anderer Meinung, Herr Machnik. Und das ist genau das Problem. Weil Lebensmittelkonzerne sowas wollen, ist doch... Okay, das ist aber so. Aber die verhandeln noch gar nicht. Das ist doch, die verhandeln. Wir sitzen am Verhandlungstisch. Ja, Moment. Das gibt es doch für solche Lagen. Lass mich doch mal ausreden. Ich spreche doch den Lebensmittelkonzernen nicht das Recht ab, mit Junkfood viel Geld zu verdienen. Ich habe ein Problem damit, wenn der Staat den Lebensmittelsektor nicht mehr so regulieren kann, dass sich die Qualität der Lebensmittel verbessert. Und das wird genau durch TTIP verhindert, weil wenn diese Standards einmal völkerrechtlich festgeschrieben werden, nochmal, Herr Machnik, dann ist es uns nicht mehr möglich, das einseitig zu ändern. Sonst werden wir bestraft. Sagen Sie einfach. Das heißt also, wir schränken unsere Möglichkeit ein, nicht nur bei Lebensmittelstandards, auch im Arbeitnehmerschutz, auch im Gesundheitsschutz, auch im Umweltschutz, weiter selbstständig zu entwickeln. Da können Sie noch so oft sagen, das Recht wird uns ja nicht genommen. Aber das Recht wird verwässert und erschwert. Und wir können es uns nicht mehr ohne weiteres ausüben. Und das ist die eigentliche Gefahr von TTIP. Es geht nicht mehr voran. Und deshalb müssen wir TTIP verhindern. Also ich finde mal... Also, das Beispiel, der Satz vom Binnenmarkt, den wir da angeblich fassen, ist falsch. Und ich will jetzt auch noch mal begründen, warum.
Im Binnenmarkt in Europa haben wir einheitliche Gesetzgebung, einheitlichen Ordnungsrahmen. Genau. Bei TTIP wird es nach wie vor so sein, es gibt einen europäischen Rechtsrahmen, es gibt einen amerikanischen Rechtsrahmen. Im Übrigen, wir werden ausdrücklich festhalten in TTIP, dass das Recht des Gesetzgebers sozusagen nicht eingeschränkt werden darf, auch für andere Dinge. Und jetzt kann man eines, was mich an dieser, ja, das was sind mich an dieser Debatte... Handelshemmnisse. Natürlich kann man dagegen vorgehen. Ja, natürlich können Sie dagegen vorgehen. Nein, ich meine, die Unternehmen, die können Sie das mal. Als Handelshemmnisse. Zunächst mal stelle ich eines fest. Es wird klargestellt werden, dass die jeweiligen Parlamente, das Europaparlament, die nationalen Parlamente, ihre Rechte behalten. Im Übrigen in vollem Umfang und auch nach oben. Wir können nach oben anpassen. Jetzt will ich mal ein Beispiel sagen. Ich sage mal ein ganz anderes Beispiel. Die Automobilbranche war nie dafür, dass wir CO2-Emissionsstandards gemacht haben. Wir haben sie gemacht, weil freiwillige Selbstverpflichtung. Im Übrigen, wir haben andere Emissionsstandards hier in Deutschland als in Amerika. Weil in Amerika haben die gar kein einheitliches System. Kalifornien hat andere Standards als hier. Und jetzt sage ich Ihnen eines ganz klar. Wir werden in Europa unseren Weg der CO2-Emissionsstandard fortsetzen. Und wenn das dort gilt, dann wird es auch auf anderen Feldern geben. Im Übrigen... Ich will noch mal auf einen Punkt hinaus. Und Sie sehen darin eher eine Chance, dass man die Standards erhöht. Während Herr Bode die ganze Zeit sagt, sie werden festgeschrieben und man kommt nicht mehr weiter. Ich bin doch völlig bei Ihnen, dass wir im Lebensmittelbereich natürlich darauf achten müssen, dass wir vernünftige Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, die auch vernünftig, im Übrigen bin ich auch bei Ihnen, vernünftig gekennzeichnet sind. Übrigens, die Kennzeichnung in Amerika ist sehr viel weitgehender als in Deutschland. Das nur mal am Rande. Aber egal. Steht vieles drauf, was Sie in Deutschland schon seit langem fordern. Dennoch sage ich, das ist optimierbar. Wir brauchen verbesserte... Aber steht zumindest drauf. Sie weichen. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Das ist viel drin, was es hier zum Glück nicht gibt. Das stimmt nicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ja, kann auch sein. Aber es steht drauf. Ein Beispiel. Bestimmte Antibiotika in Fleisch, ja, in Amerika zum Beispiel, würden sie gar nicht auf den Markt kommen, die in Deutschland zulässig sind. So ist es. Auch mal eine Sekunde zu der Frage, ob denn das deutsche oder die europäischen Standards besser sind als die amerikanischen. Und jetzt bin ich bei meinem entscheidenden Punkt. Das Recht, dass die Parlamente weiterhin bestimmte Gesetzgebung machen, das werden wir weiterhin nutzen. Das wird sich kein Parlament nehmen lassen. Aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich komme zurück zu dem grundsätzlichen Punkt, den wir gerade hatten. Passen diese beiden Systeme zusammen? Ich hatte Max Otte schon angesprochen. Ich will mir noch mal anhören mit Ihnen gemeinsam, was er denn alles sagt zum rheinischen Kapitalismus, der Regeln geschaffen hat, von denen er fürchtet, dass er nicht... Also, Herr Grillo, Sie sind Kölner. Riskieren wir gerade. Vielen Dank, ich bin in Köln geboren. Wissen Sie, das ist ein Populismus, der ist schon schwierig zu ertragen. Wir verhandeln doch hier nicht die soziale Marktwirtschaft, unser Wirtschaftssystem. Ja? Wir verhandeln ein Freihandelsabkommen mit einzelnen Regeln, mit einzelnen Standards, wo wir teilweise ja schon einer Meinung sind. Ich glaube, wir sind ein bisschen weitergekommen heute, dass es grundsätzlich sinnvoll ist. Auch das Thema Abgas ist ja unterschiedlich. Abgasnormen werden wir immer haben. Wenn die aber gleich nach dem gleichen Verfahren gemessen werden, dann ist es eine Erleichterung. Also es gibt viele kleine Themen. Aber wir verhandeln nicht die soziale Marktwirtschaft, wir verhandeln nicht unsere guten Arbeitnehmerverbände, unsere starken Mitbestimmungsrechte. Diese Themen sind doch überhaupt nicht auf dem Tablett. Ja, also ich verstehe nicht, was hier manchmal für eine Panik verbreitet wird. Die Frage darf man aber ja stellen, ob die beiden Systeme mit ihren unterschiedlichen Angängen, die Herr Merzer eben auch noch mal beschrieben hat, die Herr Otte in schöne Worte fasst, ob die beiden Systeme zueinander passen und ob wir da gerade was riskieren, nämlich dass unser System unter die Räder gerät. Also das gerät überhaupt nicht unter die Räder, weil es auch nicht verhandelt wird. Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit den Amerikanern gut zusammen. Wir haben einen funktionierenden Handel. Wir haben unglaublich viel Investitionen deutscher Unternehmen, europäischer Unternehmen in Amerika, vice versa. Wir haben heute und gestern zusammengesessen, im Rahmen der B7 zusammengesessen, mit den Amerikanern, Kanadiern auch verhandelt, geredet, heute auch im Kanzleramt. Das ist eine wunderbare Partnerschaft. Aber trotzdem werden wir nicht das amerikanische Modell das auf einmal überstülpen müssen. Und die Amerikaner werden sich bedanken, unser Modell nicht überstülpen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das stimme ich Ihnen zu. Auf dem Verhandlungstisch. Herr Köhler, da stimme ich Ihnen völlig zu. Vielen Dank, das freut mich. Ja, das ist viel zu hoch gehängt. Wir sollten dabei bleiben, dass wir über ein Handelsabkommen reden. Ja, richtig. Und das Handelsabkommen soll ja dazu dienen, Handel zu erleichtern. Dagegen haben wir ja gar nichts. Wir können ja gerne die Blinkerfarben vereinheitlichen. Aber bei diesem Handelsabkommen
Abkommen geht es nicht um Blinkerfarben, geht es auch um Arbeitnehmerrechte, um Lebensmittelstandards, um Verbraucherschutz und unter Gesundheitsschutz. Das ist ein weiterer Mythos, Moment, der stimmt. Das sind doch, alles wird in einen Topf geschmissen. Und da haben wir das Problem, Schraubenlängen und Höchstgehalte von Pestiziden oder Gift im Kinderspielzeug passen nicht zusammen. Denn TTIP will die Kosten sparen. Und bei technischen Innovationen, die sparen oft Kosten. Aber wenn wir was für den Verbraucherschutz tun, für den Gesundheitsschutz, das erhöht die Kosten. Das ist ein Handelshemmnis. Und das soll auch beseitigt werden. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Und das, Moment, das ist das Schlechte bei TTIP. Und lassen Sie es doch ganz einfach machen. Lassen Sie den ganzen komplexen, das komplexe Zeug von regulatorischer Zusammenarbeit und Einfluss auf die Regulierung, lassen Sie das weg und einigen wir uns einfach über die Beseitigung technischer Handelshemmnisse, weil ich finde das auch schlecht, wenn es doppelte Zulassungen gibt, für die wir bezahlen müssen. Es gibt ein Beispiel. In der Bio, es gibt die sogenannte Bioäquivalenzvereinbarung zwischen USA und Europa. Bioprodukte können frei hin und her gehandelt werden, ja, weil man gegenseitig die Zertifizierung anerkennt. Das geht alles ohne TTIP. Wir brauchen dieses TTIP nicht. Wir können den Handel erleichtern, ohne dass unsere Parlamente in ihrem Entscheidungsprozess geschwächt werden. Das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Lassen Sie das alles weg. Also wenn wir das alles nicht brauchen, glauben Sie dem obersten Vertreter der deutschen Industrie, warum sind wir erfolgreich? Weil wir hohe Standards haben, weil wir hohe Qualitätsstandards haben, weil wir Made in Germany wunderbar in der Welt verkaufen. Das werden wir, und da werde ich ja nicht zustimmen, das werden wir nicht schwächen, das werden wir stärken. Und im Übrigen das Thema Mittelstand. Von diesem Abkommen profitiert der Mittelstand. Ich bin selber Mittelständler, 98% der BDI-Unternehmen und 100.000 sind mittelständische Unternehmen. Ich werde dieses Freihandelsabkommen nicht verteidigen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Das ist positiv für den Mittelstand und auch positiv für die Wirtschaft. Anders, ne, die Regulierung, das sehen die Mittelständler nicht anders. Es gibt eine Umfrage des Bundesverbandes über 75, wenn Sie mich netterweise auch mal ausreden lassen, über 75%, da gibt es eine Umfrage des BDIs mit dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, über 75% der größeren mittelständischen Unternehmen, weil die nämlich natürlich auch größere Geschäftsbeziehungen in Amerika haben. Man kann natürlich den Begriff Mittelstand so ausweiten, dass man dann die Konzerne mit drin hat. Also, glauben Sie mir, Sie bringen. Aber und selbst die mittelständischen Unternehmen, die keine Geschäftsbeziehungen in Amerika haben, die profitieren davon, wenn die deutschen großen Konzerne, die natürlich auch Zulieferer haben, die auch Logistikdienstleistungen, die Teilzulieferung haben, auch die profitieren davon. Aber wir müssen es transparent machen, wir müssen es darüber kommunizieren, im Dialog. Darüber ist große Einigkeit hier in der Runde gewesen. Es muss transparenter werden. TTIP, dass man mehr versteht, was da eigentlich alles im Skat ist. Danke Ihnen für die Diskussion, Frau Wagenknecht, meine Herren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nächste Woche ist Pfingsten, also geht noch weiter. Wir sind jedenfalls erst in 2 Wochen dran. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Worden ist, ist ganz eindeutig, das bisherige ISDS wird es in der Form nicht geben. Dafür gibt es... Das finden auch die Amerikaner gut. Das finden wir, das werden sie, ich sage ganz offen, darüber wird man zu verhandeln. Ich sage Ihnen nur, es wird in Europa keine Mehrheit geben, in den Parlamenten, wenn es da noch nicht zu kommen. Und dazu haben wir einen Alternativvorschlag vorgelegt, der ganz klar ist, der auf ganz klaren rechtsstaatlichen Prinzipien basiert. Und ich finde, das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Im Übrigen, und da bin ich, hat die Debatte auch was gebracht. Ich war im letzten Herbst im Handelsministerrat. Das einzige Land, das gesagt hat, übrigens über ISDS muss reden, war Deutschland. Heute haben wir eine Situation, dass die Mehrheit im Handelsministerrat, wo, wie gesagt, 28 Mitgliedsländer ganz klar sagen, auch aufbauend auf den Vorschlägen, die wir gemacht haben, die Herr Professor Krajewski gemacht hat, die inzwischen von Seiten der Industrie begrüßt wird, die von Seiten von Mittelständern, die von Rechtsprofessoren begrüßt. So, und sie hat sich einen Großteil zu eigen gemacht. Noch nicht genug, aber ich sage Ihnen, das klassische ISDS wird es in TTIP nicht geben. Ich möchte gern mit Ihrer Erlaubnis den Zuschauern mal kurz erklären, worüber wir eigentlich reden, weil es ist wahnsinnig kompliziert überhaupt. Was ist ein Schiedsgericht? Wie funktioniert sowas? Eins muss man sich ja klar machen, mit TTIP wird auch verabredet, dass die Investoren einen besonderen Schutz genießen sollen, wofür man auch einiges Verständnis aufbringen kann, weil die ja eine Menge Geld dafür ausgeben für, Frau Wagenknecht, nicht. Ich meine nur, wir sind ein Rechtsstaat, wir haben Gerichte. Gucken wir uns mal an, was es da gibt und wie das funktioniert und dann können wir darüber diskutieren, ob das was Gutes oder was Frau Wagenknecht, das gibt es ja also längst. Wo ist dann also das Problem?
Ja, das Problem ist, dass dadurch natürlich eine Paralleljustiz etabliert wird für große Unternehmen, die absolut intransparent ist, wo wenige Anwaltskanzleien, die natürlich aus Geschäftsgründen den Unternehmen sehr viel näher stehen als der öffentlichen Hand, sowohl die Verteidigung des Unternehmens als auch sofort den Richterjob übernehmen. Und was dabei rauskommt, kann man sich einerseits vorstellen, andererseits gibt es aber eben auch genügend Beispiele schon, wo für Staaten Gesetze, die vernünftig sind, also zumindest in meinen Augen, sich sehr, sehr teuer ausgezahlt haben. Und deswegen sind eben diese Schiedsverfahren, die sind ja ursprünglich mal entstanden in Verträgen mit Staaten, in denen es kein funktionierendes Rechtssystem gibt. Und da hat man gesagt, na gut, damit die dort überhaupt damit investiert wird, macht man sowas. Kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber dass das zwischen Staaten, die ein funktionierendes Rechtssystem haben, eine völlig absurde Geschichte ist. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich. Es geht also darum, Rechte einzuklagen, die man vor dem ordentlichen Gericht aus gutem Grund nicht einklagen könnte. Und das ist sehr, sehr problematisch. Also, außer, dass Sie als Rechtsanwalt vielleicht noch mehr beschäftigt wären. Sie haben selber geschrieben, wir brauchen diese Gerichte gar nicht. Sie haben das selber gesagt, wir brauchen die nicht. Da sind Sie mit Frau Wagner völlig einer Meinung. Wir brauchen die nicht. Lassen Sie die. Was wir auch. Ja, nur wenn man sie braucht. Also ich meine, dann müssen Sie aber Ihrem Chef auch mal... Nicht, dass wir durcheinander kommen. Aber ich will trotzdem einen Punkt, weil Sie vorhin gesagt haben, die kommen nicht. Die sind schon da. Ich möchte Herrn Merz antworten lassen. Das ist ja das Problem, die sind schon da. Danke. Wir haben ja ein ähnliches... Darf ich mal den Versuch machen, so ein bisschen Ordnung in diese Diskussion zu bringen. Vielleicht gelingt es mir. Also, zunächst einmal, dass wir Schiedsgerichte haben, ist sowohl im Zivilrecht wie im öffentlichen Recht, im Völkerrecht ein seit Jahrzehnten erprobter Standard. So. Die Fälle, die Sie hier gerade zitiert haben, mit Verlaub, Frau Will, keiner davon ist entschieden. Und der Fall, den Sie gerade zum Atomausstieg in Deutschland zitiert haben, das ist nun das schlechteste Beispiel, das Sie bringen können. Warum ist das schlechte Beispiel? Der einzig erfolgreiche Prozess, der wegen des Atomausstiegs in Deutschland geführt worden ist, und das ist öffentlich, deswegen kann man die Namen nennen, ist der Prozess des Unternehmens RWE gegen das Land Hessen. Und die haben dort rechtskräftig gewonnen. So, der Atomausstieg wird die deutschen Gerichte über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Aber dann ist doch ein gutes Beispiel, weil das Ding läuft. Ist ein gutes Beispiel. Na bitte. Es ist ein perfekt gutes Beispiel. Danke. Und war ein sehr gutes Beispiel, weil sich dieses Thema nun überhaupt nicht dazu eignet, Schiedsgerichte in Frage zu stellen. Vattenfall klagt, ist übrigens das einzige Unternehmen, das überhaupt klagen darf, weil es ein ausländisches Unternehmen ist, gegen den Atomausstieg, genauso wie E.ON, genauso wie RWE. So, jetzt ist die Frage, wo bleibt der Sinn von Schiedsgericht? Man kann sagen, und das ist ein gutes Argument, zwischen entwickelten Rechtsstaaten braucht man keine Schiedsgerichte mehr. Das ist ein gutes Argument. Jetzt gibt es allerdings auch zwischen entwickelten Rechtsstaaten, und Deutschland gehört dazu, Europa in den größten Teilen dazu, Amerika gehört dazu, gibt es Fälle, wo man sagen muss, naja, also das Thema Ausländerdiskriminierung sollte vielleicht doch etwas anders behandelt werden als das Thema der Inländerdiskriminierung. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Ich empfehle vielen Mandanten von uns, wenn es eben möglich ist, nicht vor die amerikanischen ordentlichen Gerichte zu gehen, sondern in Amerika vor Schiedsgerichte zu gehen, vor amerikanische Schiedsgerichte, die übrigens... Auch der Einwand, das sei alles undemokratisch, Entschuldigung, ist einfach falsch. Schiedsgerichte werden von den Vertragsstaaten besetzt. Die Schiedsrichter sind auch nicht nur Anwälte, sondern sind hohe, verdiente Richter, amtierende Richter, die auch in Schiedsgerichten tätig sind, werden von den Vertragsstaaten benannt. Genauso wie mein Landgericht, wie mein Oberlandesgericht, mein Amtsgericht. Die Richter werden auf die gleiche Art und Weise benannt von den Staaten, aus denen sie entsandt werden. Und da macht es schon Sinn. Übrigens, wir werden vielleicht mal über Ungarn reden können und über Rechtssicherheit in Ungarn. Da höre ich von der Linksfraktion viel Kritik, die teile ich. So, in Ungarn vor die ordentlichen Gerichte zu gehen, reden Sie mal mit einer ganzen Reihe von deutschen Unternehmen. Die sind heilfroh, dass es dort Schiedsgerichte gibt, weil sie vor diesen Schiedsgerichten... Dafür gibt es den normalen Rechtsweg, den kann jeder beschreiten. Wieso brauchen wir eine Paralleljustiz für Konzerne, die ausschließlich von ihnen auch genutzt werden? Die Klagen sind ja auch teuer. Also Mittelständler, 92% aller Klagen sind von Konzernen und nicht etwa von kleinen oder mittleren Unternehmen. Weil so eine Klage kostet im Schnitt 6 bis 8 Millionen Dollar, beziehungsweise ähnlich.
ähnliche Größenordnung in Euro. Das können sich die meisten Mittelständler gar nicht leisten. Warum brauchen die eine Paralleljustiz, obwohl wir ein funktionierendes Rechtssystem haben, wo sie selbstverständlich, wenn sie wirklich in Grundrechten eingeschränkt sind, klagen können? Das heißt, sie wollen diese Paralleljustiz, weil sie Rechte einklagen wollen, die es aus gutem Grund im deutschen Rahmen, Gesetzesrahmen und im Rahmen des Grundgesetzes nicht gibt. Weil es gibt in Deutschland nicht das Recht unbegrenzter Paralleljustiz. Das ist auch gut so. Gleich oder den Vorwurf der Paralleljustiz gleich diskutieren. Ich würde gerne bleiben bei Herrn Machnik, und das ist auch Ihr Feld. Sie sind Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Sie sind Sozialdemokrat. Sie führen normalerweise das Hohelied der sozialen Gerechtigkeit natürlich immer an, sind aber trotzdem für TTIP. Jetzt lernen wir hier, es stehen Arbeitnehmerrechte auf dem Spiel, es stehen die Rechte der Verbraucher auf dem Spiel. Warum sind Sie trotzdem dafür? Ja, weil das Behauptungen sind. Das Problem, das wir doch haben in der Debatte, ist doch Folgendes. Und das ist in der Tat ein Problem von Transparenz. Dass wir, ich will mal sagen, wir haben 25 Körbe, in denen verhandelt wird. 25. In 12 von 25 Körben haben wir sogenannte konsolidierte Texte. Wissen Sie, was konsolidierte Texte ist? Da steht das eine Angebot von der amerikanischen Seite und dahinter steht das europäische Angebot. Das heißt noch lange, dass man sich verständigt hat. Das heißt, es werden Behauptungen und zum Teil wahrheitswidrige Behauptungen aufgestellt, die weder durch das Mandat der Kommission gedeckt sind, noch den Verhandlungsstand wiedergeben. Und die behaupten, was geradezu absurd ist, ich muss das so deutlich sagen, dass wir in Rechtsstaatlichkeit oder in die Rechte der Parlamente eingreifen. Jetzt sage ich mal ein Beispiel. Wissen Sie es denn genau, Herr Machnik? Pass auf. Ich will das verstehen. Wissen Sie genau, was im Moment verhandelt wird? Ich sage Ihnen voll. Erstens weiß ich, was im Mandat steht. Zweitens weiß ich, das kann man lesen. Zweitens weiß die Kommission, und da bin ich nun bei diesem, bin ich manchmal in Brüssel, sondern ich bin bei jedem Handelsministerrat, weiß, was Frau Malmström etwa uns sagt und welche Position mit mir abschließt. Und sie weiß, was sie durch die Parlamente bekommt und was sie nicht durch die Parlamente bekommt. Frau Malmström ist die zuständige Kommissarin. Das will ich mal ein Beispiel sagen. Wir haben am Anfang des Jahres ein Konsultationsverfahren gemacht auf europäischer Ebene, öffentlich. 150.000 Einwendungen. Und dabei sind bestimmte Dinge festgestellt worden. Erstens, als ein Ergebnis ist, wir wollen klar machen, festhalten, bei wem liegt eigentlich die Gesetzgebungskompetenz. Richtig. Eindeutig wird beim Parlament sein. Übrigens, es war gerade eine amerikanische Parlamentariergruppe bei mir. Und zwar Demokraten und Republikaner. Und die werden jetzt, die Amerikaner verabschieden gerade erst, ihr Mandat im Übrigen für die Verhandlungen, das sogenannte TPA. Aber gut. Und die haben noch mal ganz eindeutig festgestellt, das amerikanische Parlament wird, wenn TPA verabschiedet, zwei Dinge verabschieden. Erstens eine Klarstellung, die Gesetzgebungskompetenz bleibt beim amerikanischen Parlament. Das ist doch selbstverständlich, klar. Warte, das ist genauso in Deutschland. Und das Zweite ist, das Zweite, was Sie sagen werden, im Übrigen, Gesetzgebung, die in den Ländern, also in den Bundesstaaten vorhanden sind, dürfen durch das Abkommen nicht unterlaufen werden. Und jetzt sage ich ein letztes Argument. So, jetzt, wenn man mal unterstellt, diese Argumente, die hier vorgetragen würden richtig sein. Dann sage ich Ihnen, dann wird es eine Verfassungsklage geben und das Bundesverfassungsgericht wird feststellen, dass das alles nicht zulässig ist. Richtig. Und jetzt glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass irgendjemand, und zwar egal von welcher Fraktion in den Parlamenten, de facto, und das ist ja die These auch von Herrn Bode, de facto TTIP zu einem führt. Wir könnten gar keine zusätzliche Gesetzgebung mehr machen, zumindest was bessere Standards angeht, sondern wir könnten nur noch unten delegieren. Ja. Dann sage ich hier, dann können wir den Bundestag auflösen, weil er hat gar keine Funktion, das ist Unsinn, den Bundestag auflösen, weil er hat gar keine Funktion mehr. Wer so etwas unterstellt, muss ich sagen, der betreibt oder bringt Argumente in der Debatte, die mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das ärgert mich. Ja, Herr Machnik, das kann Sie ruhig ärgern, aber Sie sind eigentlich das beste Beispiel für Intransparenz. Warum? Weil Sie, das will ich Ihnen gleich erzählen, weil Sie nicht sagen, was mit TTIP auf uns zukommen kann. Wieso? Natürlich können auch die Rechte des Parlaments eingeschränkt werden, ohne dass es gleich zu einem Urteil vom Verfassungsgericht kommt. Was haben wir denn jetzt bei den Verhandlungen? Wir wissen eigentlich gar nicht den Stand der Verhandlungen. Was passiert? Am Schluss können die Parlamente nur noch Ja oder Nein sagen.
Obwohl, das heißt, Sie verhandeln nicht mit, ne? Nein, obwohl es um Gesetze gibt, die tief in das Leben von Hunderten von Millionen Menschen eingreifen. Was auch passieren kann, dass der Ministerrat, in dem Sie teilweise drin sitzen, dass der dieses Abkommen vorläufig annehmen kann. Das heißt, dass das Abkommen tritt in Kraft, ohne dass ein Parlamentarier in den Mitgliedstaaten jemals die Hand hebt. Das haben Sie übrigens, das sagen Sie nicht bei Ihren Informationen. Ja, lassen Sie mich ausreden. Ja, des Wirtschaftsministeriums. Drittens, die sogenannte regulatorische Kooperation. Ja, das ist auch so ein Wo Mythos. Regulierungsbehörden, bevor die Parlamente überhaupt... Müssen Sie uns erklären, das ist ein bisschen sehr kompliziert. Das ist leider so ein ziemlich blöder Ausdruck. Normalerweise werden Gesetze ja von Parlamenten diskutiert und bei TTIP wird vereinbart, dass bevor die Gesetze ins Parlament kommen, dass die Regulierung... Guten Abend, willkommen in Berlin. Wir diskutieren heute Abend über das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, genannt TTIP. Wir fragen, wem nützt das? Nur den Konzernen oder auch den Verbrauchern? Und haben dazu bei uns den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Ulrich Grillo. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken ist da, Sarah Wagenknecht. Der Rechtsanwalt und Vorsitzende der Atlantikbrücke, Friedrich Merz. Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Matthias Machnick. Und der Geschäftsführer von Foodwatch, Thilo Bode. Herzlich willkommen. Mehr Arbeitsplätze für alle, mehr Wirtschaftswachstum, jeder hat mehr im Portemonnaie. Das sind so die Heilserwartungen an TTIP. Und wenn TTIP jetzt auch noch über Wasser gehen könnte, dann gäbe es wahrscheinlich kein Halten mehr in den Schäden. Herr Merz, jetzt haben Sie sich jahrzehntelang ins Zeug gelegt, den Menschen zu erklären, dass was den Unternehmen dient, vermutlich auch den Menschen und der Allgemeinheit dient. Wie frustrierend ist es dann, dass zum Beispiel Thilo Bode und auch andere offenbar immer noch nicht verstanden haben, dass das so ist? Also frustrierend ist das nicht. Es ist eher überraschend, weil jetzt will ich es mal auf den Punkt bringen. Die Großkonzerne, deren Rolle ich positiver einschätze als viele andere, aber die Großkonzerne brauchen TTIP eigentlich nicht. Siemens hat heute schon über 45.000 Beschäftigte in Amerika. GE hat über 90.000 Beschäftigte in Europa. Also für diese Großunternehmen ist der globale Markt heute Wirklichkeit. Und die brauchen TTIP eigentlich nicht. Wird mir jetzt wahrscheinlich Ulrich Grillo widersprechen, aber aus meiner Sicht ist TTIP wirklich wichtig für die mittleren und kleinen Unternehmen, die einen Marktzugang in Amerika brauchen. Auch aus Amerika in Europa. Für die Unternehmen wäre es wirklich... Und für die Menschen, für die Allgemeinheit? Ja, was heißt die Menschen? Also zunächst mal gibt es viele Menschen, die in Großunternehmen tätig sind. Ja? Und ich finde, man sollte da nicht so einfach so mit dieser abwertenden Grundhaltung darüber hinweggehen. Großkonzerne haben auch ihre Wirkung für Beschäftigung und Wohlstand. Aber in Deutschland sind die meisten immer noch in mittleren und kleinen beschäftigt und nicht in den großen Unternehmen. Und gerade die kleinen und mittleren, die sollten sich allerdings in dieser Diskussion etwas stärker engagieren und zu Wort melden. Das vermisse ich ein bisschen. Herr Bode, warum haben Sie es immer noch nicht verstanden, dass TTIP vermutlich auch zu Ihrem Besten ist, nicht nur zu dem der weltweit agierenden Konzerne? Na, es ist ja interessant, dass Herr Merz sagt, die Großkonzerne brauchen das gar nicht. Dann, finde ich, können wir auch darauf verzichten. Was fehlt bei dieser Beurteilung von TTIP, dass die Vorteile, die es ja vielleicht auch wahrscheinlich gibt, nicht mit den Nachteilen abgewogen werden. Und da kommt ja hinten nicht viel raus bei TTIP an Beschäftigung und Wachstum. Der Herr Grillo hat ja mal mit den Wachstumszahlen mal gerade um 1000% zu positiv dargestellt. Und wenn man das mal korrigiert, dann bleibt da nicht viel übrig. Aber TTIP ist eine Gefahr für die Demokratie, weil die Konzerne, und das sind die Großkonzerne, in vielen Bereichen Einfluss auf die Gesetzgebung haben und bekommen werden. Und da sowieso der Einfluss der Wirtschaft auf die politischen Prozesse zu stark bereits ist, wie wir meinen, muss das nicht kommen, darf das nicht kommen. TTIP ist wirklich gefährlich. Für uns? Für uns, ja. Für uns Bürger. Nicht nur für die Verbraucher, für uns Bürger und für die Wähler. Und interessant ist ja, dass die Industrie da überhaupt nicht drüber redet. Die redet nur über Blinkerfarben. Aber um das eigentlich, um was es geht bei TTIP, um die Demokratie, wird nicht geredet. Herr Grillo, woran könnten wir festmachen, dass TTIP nicht nur der Industrie, nicht nur den großen Unternehmen oder den Unternehmen insgesamt dienen würde und dass nur die gewinnen an Marktanteilen und an Einfluss, sondern auch die Allgemeinheit? Also wir müssen noch mal konstatieren, dass wir nicht alle Produkte und Dienstleistungen, die wir in diesem Land verbrauchen, in diesem Land auch produzieren können. Wir brauchen den Handel. Handel ist positiv, Handel dient auch. Ohne internationalen Handel würde die Welternährung nicht funktionieren. Wir brauchen einen fairen, einen freien Handel zum Vorteil von allen.
Und dann ist es positiv. Aber diese Aussage ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das habe ich aus Ihrem Buch entnommen. Deswegen bin ich optimistisch. Wir haben die gleichen Ziele. Wie wir da hinkommen zu einem freien, fairen Handel, der ja, und da sagen Sie ja auch, zu Wettbewerb führt. Wettbewerb reduziert die Preise. Reduzierte Preise profitieren die Verbraucher von. Das heißt, alle profitieren von. Auch das eine Aussage von Ihnen. Ich bin der gleichen Meinung. Wie wir da hinkommen, da können wir heute konstruktiv und faktenorientiert diskutieren, sollten wir auch. Denn das ist ja ein Thema, das zu wenig darüber diskutiert wird, dass zu wenig Transparenz dran ist. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall, daran sollten wir arbeiten. Insofern bin ich auch gerne gekommen hier, weil das ist der richtige Ansatz. Also Sie sagen, jeder Einzelne profitiert dadurch, dass er nachher weniger für die Produkte bezahlen muss. Wir müssen mal überlegen, 10 Milliarden Dollar werden heute an Zöllen zwischen Nordamerika und Europa bezahlt. Jede Milliarde Dollar, die wir weniger zahlen, wir werden nicht auf Null kommen, das ist ganz klar. Aber jede Milliarde Dollar, die wir weniger zahlen, wird dem Verbraucher über den Wettbewerb nachher zugutekommen. Das ist doch ein Vorteil. Ich weiß nicht, was da so schlecht dran sein sollte. Frau Wagenknecht, der Daimler-Chef, Herr Zetsche, haben wir gerade im Film gesehen, sagt, grob gesprochen, ein vernünftig denkender Mensch könne gar nicht gegen TTIP sein. Möglicherweise aus den gleichen Gründen, die Herr Grille und Herr Merz hier eben schon angeführt haben. Sie sind gegen TTIP. Was sagt uns das dann über Sie? Ja, ich bin gegen TTIP, weil es eben nicht um Zollerniedrigungen oder Zollvereinfachungen geht. Da hat ja kein vernünftiger Mensch was dagegen, dass zwischen der EU und den USA, dass die Zölle abgebaut werden. Das ist eher die Vereinigten Staaten, die das bisher blocken. Also da gibt es ja bisher auch gar keine Angebote. Bei TTIP geht es um was ganz anderes. Bei TTIP geht es darum, im Kern den sogenannten Behörden der Länder zusammenarbeiten und sich austauschen, ob dieses Gesetz so passt oder nicht. Und sie prüfen es nur unter dem Aspekt, ob es den Handel gefährdet oder nicht. Das heißt, eine Kernfunktion des Parlaments, Gesetze zu machen, wird ausgelagert. Und jetzt kommt das Hauptargument, Herr Merz, an Sie. Das Recht, Gesetze zu machen, kann natürlich niemand wegnehmen. Aber dieses Recht kann in der Ausübung erheblich eingeschränkt werden. Und nachdem TTIP ein völkerrechtliches Abkommen ist, alle Vereinbarungen, die dort beschlossen werden, haben Vorrang vor deutschem europäischem Recht. Das heißt nicht. Doch, das Nein, stimmt. Das stimmt und nicht. Jedes Gesetz, das wir in Zukunft beschließen werden, muss sich an TTIP orientieren. Regen Sie sich nicht auf, ich rede jetzt zu Ende. Es muss TTIP kompatibel sein. Und wenn das keine Einschränkungen des Parlaments ist, dann weiß ich nicht, wo ich bin. Und zusätzlich kommen natürlich die Schiedsgerichte. Die greifen tief in die Budgethoheit der Parlamente ein. Und das reicht, um TTIP abzulehnen. Und Herr Grillo, wenn das so wäre, reden Sie mal über die demokratischen Gefahren, die Gefahren der Demokratie. Das machen Sie nicht. So, also ich kann, wissen Sie, erstens. Erstens sind das Mythen, die Sie verbreiten. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das kann vielleicht der Jurist noch besser sagen. Aber ich will mal eins sagen. Dem Freihandelsvertrag muss die Europäische Kommission, muss der Europäische Rat und wahrscheinlich hoffentlich auch der Bundestag zustimmen. Welcher Politiker stimmt denn einem Vertrag zu, der ihn selber entmächtigt? Der ihn die Macht wegnimmt, Gesetze festlegt? Das ist doch nicht, das kann nicht wahr sein. Das kann doch einfach sein. Ich habe ein sehr positives Politikerbild, aber leider ist es so. Lassen Sie mich mal bitte ausreden. Nein, auch. Nicht. Erstens, also ich glaube, die Politiker, ich vertraue denen, dass sie sich selbst die Macht wegnehmen. Also da bin ich auf jeden Fall ganz sicher. Und zweitens sagen Sie ganz klar, ich, Bode, kenne ja gar nicht den Inhalt des Vertrages. Aber ich lehne einfach ab. Wenn ich nicht weiß, was drinsteht, kann ich es doch nicht einfach ablehnen. Das ist ein anderer Punkt. Aber das Thema noch mal, also die Politiker, die werden sich nicht selbst entmachten hier bei uns. Das ist ganz aber klar. Selbst wenn unterschiedliche Rechtsauffassungen existieren, ist das ja schlimm genug. Es fügt sich mit dem, was Sie eben gesagt haben. Und das hat mir auch zu denken gegeben. Sie haben gesagt, Sie hätten Besuch gehabt von den Abgeordneten der Demokraten und der Republikaner. Ne? Und es sind genau die Republikaner, die Demokraten, die vergangene Woche ihrem Präsidenten Barack Obama im Kongress die Zustimmung verweigert haben zu einem Verhandlungsmandat mit dem Namen Fast Track Authority. Und das verstehe ich jetzt mal so in grob schlechte Übersetzung, dass ihnen einfach auf einem schnellen Weg, auf dem Fast Track vorgelegt wird, dass sie abzustimmen haben, ja und nein zu sagen haben, aber mehr nicht zu etwa TTIP. Und da haben sie gesagt, das machen wir nicht. Wir möchten das vorher sehen. Sie merken ja auch, Herr Machnick, und Sie selber tragen das in Brüssel auch ganz genauso vor, hoffe ich, dass im Moment die Zweifel größer werden, ob
alle Parlamente ausreichend an den Verhandlungen beteiligt werden oder später nur noch nach dem Prinzip friss oder stirb entscheiden müssen? Also erstens das Thema Transparenz, ich sage Ihnen das ganz offen, halte ich für ein Kernproblem. Weil ich möchte gerne, und die Bundesregierung möchte gerne rauskommen aus einem Katz-und-Maus-Spiel, wo etwas draußen behauptet wird, was mit der Realität nicht gedeckt ist und wir beständig hinterherlaufen. Ich will mal sagen, was wir gemacht haben. Aus dem Parlament haben wir alleine 700 Anfragen. Jede Antwort, die wir, oder jede Frage, die kommt von der Öffentlichkeit, beantworten wir. Und zwar nach dem Kenntnisstand, den wir haben und übrigens, den das Mandat hergibt. Und jetzt passiert immer eines. Blöd, ne? Nein, das ist nicht blöd, absolut richtig. Ich finde das absolut richtig. Ich finde das richtig. Ich will das ganz offen sagen. Ich möchte auch wieder, dass wir die Deutungshoheit über das ganze Thema zurückgewinnen, sage ich auch ganz offen, weil ich bin von einem überzeugt. Handelspolitik braucht Akzeptanz und ohne Akzeptanz wird das nicht gehen. Und deswegen müssen wir uns auch inhaltlich auseinandersetzen. Und jetzt will ich noch mal Klarheit in ein paar Dinge schaffen. Erstens, die Kommission hat kein Mandat. Keins. Standards, die in der Europäischen Union gelten, abzusenken. Auf keinen Fall. Eindeutig. Drin. Keines. So. Zweitens, wenn wir feststellen... Abzusenken kann aber auch heißen, dass es festgeschrieben wird. Das ist nein, ja das, was Herr Bode gesagt hat. Ich sage es nochmal. Die Kommission hat einen Konsultationsprozess gemacht. Da wird ausdrücklich festgehalten. In der Europäischen Union, genauso wie in Amerika, besteht die sogenannte Right to Rare, also die Gesetzgebungskompetenz. Drittens... Die Behauptung, alleine die Erwartungen der Konzerne sei dann Grundlage, darf es klagen, entbehrt jeder Grundlage. Ja, viertens, müssen Sie mir mal zuhören. Viertens, die Behauptung, regulatorische Kooperation, die wir im Übrigen heute schon haben. Wir haben einen regulatorischen Austausch mit der amerikanischen Seite, würde zu einem führen. Die würden Gesetze und Verabredungen treffen. Auch das ist falsch. Die dürfen. Habe ich doch nicht gesagt. Die Parlamente werden geschwächt, habe ich gesagt. Nein, die dürfen Vorschläge machen. Ja. Die dürfen Vorschläge machen. Und was die Parlamente dann tun, das ist Sache der Parlamente. Und glauben Sie mir eines. Aber warum braucht es das Ding? So, dann das ist ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt. Ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Weil mich der auch ärgert. Ich sage hier heute ganz klar, ISDS in der bestehenden Form... Sie meinen ist, Schiedsgerichte? Ja, warte, nein, ich meine das ISDS, ja, das Schiedsgerichtsverfahren. Das bisher etablierte Schiedsgerichtsverfahren, von dem, da gebe ich Frau Wagenknecht recht im Übrigen, das ich auch für problematisch halte, wird es nicht geben. Sagen das, Sie. Dieser, ganz eindeutig, der Vorschlag der Kommission, der letzte Woche gemacht... einen Investorenschutz durchzusetzen, nämlich große Konzerne in Zukunft von den Behelligungen der Demokratie und demokratischer Entscheidungen zu befreien. Das heißt, es geht darum, dass sie Gewinnerwartungen geltend machen können und in dem Augenblick, wo eine renitente Regierung zum Beispiel Standards hochsetzt, Verbraucherschutzstandards, Umweltschutz oder auch soziale Standards, können dann in Zukunft Konzerne sagen, wir haben aber hier investiert in der Voraussicht und in der Erwartung, dass wir eben zum Beispiel in Deutschland den Niedriglohnsektor so richtig schön ausnutzen können. Und dann käme vielleicht eine Regierung und würde Leiharbeit verbieten oder sachgrundlose Befristung verbieten. Dann kann man klagen. Und solche Beispiele gibt es ja, weil es ja schon solche Abkommen bei anderen gibt, zum Beispiel bei NAFTA, das ist also die nordatlantische Freihandelszone, das ist ein ähnliches Abkommen, nicht ganz so problematisch, aber auch schon sehr problematisch. Da gibt es eine Reihe von Klagen, die stattgefunden haben, auch international, und das zeigt, mit solchen Abkommen soll die Macht der Konzerne noch mehr verstärkt werden, soll ihr Einfluss auf die direkte Gesetzgebung geltend gemacht werden, und ich finde, da haben Sie völlig recht, brauchen tut niemand diese Abkommen, auch die Konzerne nicht, aber sie werden davon profitieren und die Allgemeinheit wird dafür zahlen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sich immer mehr Menschen dagegen wehren und auch dagegen aussprechen. Herr Merz. Es gibt kein Freihandelskommen auf der Welt, das das Recht der Gesetzgeber zu regulieren einschränkt. Keins. Kein einziges. Es kann dann teuer werden, wenn Sie bestimmte Gesetze machen. Ich kann ja verstehen, dass Sie Fakten jetzt weniger interessieren als Emotionalität. Aber wenn Sie so etwas behaupten, dann müssen Sie mal... Ja, Moment. Also, ist ja auch alles in Ordnung. Nur noch mal, es gibt kein einziges Freihandelsabkommen auf der Welt. Und TTIP ist ja eines von 130, die wir schon abgeschlossen haben.
dass das Recht des Gesetzgebers, das Recht der Parlamente, neue Gesetze zu machen, verschärfte Gesetze zu machen, Umweltschutzbedingungen zu ändern, Arbeitsschutzbedingungen zu verschärfen, Lebensmittelstandards zu verschärfen, einschränkt. Kein einziges. Und die ganzen Klagen, die es schon Klagen, gibt, wo die Länder teuer bezahlen müssen für solche Gesetze. Die da zitiert werden, das ist ja interessant, auch in den Publikationen, die ich dazu lese. Es werden Klagen publiziert, die alle nicht entschieden sind. Aber die, die abschlägig entschieden worden sind, oder wo zum Beispiel kleine Unternehmen gegen willkürliche Enteignungen erfolgreich waren, die zitieren Sie gar nicht. Sie brauchen dieses große Gebilde, dass die Konzerne über TTIP jetzt Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Mhm. Und Entschuldigung, es stimmt einfach. Das stimmt schon. Es stimmt, stimmt einfach nicht. Wenn wir einfach mal, also nur mal ein paar Zahlen. Vielleicht darf ich nur mal Zahlen, weil Zahlen lügen, das sind die Fakten. 129 Investitionen. Sie vorsichtig sein, Herr Krüger. 129, das habe ich gezählt. Ja, 100, da können wir gleich gerne drauf kommen. 129 Investitionsschutzabkommen haben wir seit 1959 die Deutschen abgeschlossen. Ich glaube, wir sind erfolgreich, die Wirtschaft ist erfolgreich, da hat es keine großen Klagen gegeben. Wenn Sie jetzt das Thema Klagen nehmen, über 70% der Klagen, die passiert sind, 127 von Nordamerika, 300 aus europäischer Richtung. Also es ist nicht etwa so, dass die Amerikaner klagen. Von diesen ganzen Klagen sind 70% hat der Staat gewonnen oder sind abgelehnt worden. Und die 30% sind kleinere Klagen. Also insofern ist, geht das Fass dann nicht unter. Wenn es um Enteignung geht, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Willkür geht, da bin ich auch dafür, dass da ein Schutz international gilt, weil sonst investiert der Unternehmer. Ich will dann nicht investieren. Ja, aber ich will noch mal Wer profitiert davon? Ich möchte es mal ein bisschen handfester noch machen. Für all die, die sich vielleicht noch nicht so viel mit TTIP beschäftigt haben. Noch mal gefragt. Sie haben eben gesagt, nur die Konzerne gewinnen dadurch. Das ist zum Guten des Konzerns alles ausgedacht. Ich will fragen, warum genau schadet es, um beim Beispiel Daimler zu bleiben, warum schadet es dem Arbeiter beim Daimler, dass dieses Abkommen, so wie wir es im Moment vor uns sehen, abgeschlossen würde? Ja, es schadet ihm auf verschiedenen Ebenen. Es kann ihm schaden als Verbraucher, wenn er zum Beispiel schlechtere Standards bekommt. Es kann ihm schaden als Arbeitnehmer, wenn verhindert wird, dass, wie ich vorhin sagte, bessere Regulierungen am Arbeitsmarkt kommen. Es kann ihm schaden als Steuerzahler, wenn eben der Staat verklagt wird und zahlen muss. Und da muss ich sagen, was Sie angeführt haben, also erstens, es gibt eine Reihe von Klagen. Ich will nach den Standards fragen. Welche meinen Sie? Welche Standards werden für einen Arbeitnehmer dann so eingeschränkt, dass es ihm schlechter geht als jetzt? Alles, was Profiterwartungen entmutigt. Also es gibt diese Klausel der legitimen Erwartungen. Unterstellen Sie das oder wissen Sie das? Ja, es gibt doch einfach die Beispiele. Ägypten ist verklagt worden von Veolia, weil es den Mindestlohn erhöht hat. Ecuador ist verklagt worden und das ist beschieden worden und zwar sehr teuer für Ecuador, weil es verhindern wollte, dass in bestimmten Bereichen des Amazonasgebietes noch nach Öl gebohrt werden kann. Argentinien ist verklagt worden, weil es eine missglückte Wasserprivatisierung rückgängig machen wollte. Auch das ist positiv, also für den Konzern beschieden worden, also teuer für Argentinien. Weitere Klagen laufen beispielsweise gegen Kanada. Da hat eine Provinz sich erdreistet, ein Moratorium für Fracking zu verhängen, also zu sagen, wir wollen hier kein Fracking mehr, läuft eine Klage. Viele weitere Klagen laufen beispielsweise auch von Tabakkonzernen, weil es restriktivere Gesetze gab, bezogen auf Tabakwerbung und die Ausgestaltung von Tabakschachteln, also von Zigarettenschachteln. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und das ist das Gefährliche. Und wenn Sie sagen, Herr Grillo, der Eigentumsschutz oder Schutz gegen willkürliche Enteignungen, also ich weiß nicht, was für eine Vorstellung Sie haben vom deutschen Rechtsstaat. Also natürlich kann man auf ordentlichen Gerichten in Deutschland gegen willkürliche Enteignungen klagen.